Und was besprechen wir denn heute? Ja, das ist heute sehr, sehr, sehr lange. Das sind knappe 100 Seiten heute auch. Wir besprechen erst einmal die Rasse A und B-Typ. Dann ja, einfach mal wirklich auch Grundlagen der Hormone, weil wir haben doch einige Hormone, ja, die unsere Hunde einfach auch mal nach vorne gehen lassen. Das ist, finde ich, halt immer auch sehr, sehr, sehr wichtig, gerade wenn dann halt auch wieder die Frage steht, wie soll ich ihn kastrieren? Alltagsfehler. Fehlendes Management, die Körpersprache, Besitzerverhalten, Verhalten in der Hundebegegnung und ja, der Verhaltensabbruch, weil es wird ja immer wieder gesagt, wir sollen unsere Hunde quasi abbrechen, wenn sie dieses Verhalten zeigen. Ich möchte jetzt da auch irgendwie nicht werten, aber ich möchte trotzdem einfach auch mal aufzeigen, ja, was dann vielleicht auch mal falsch sein könnte daran. Beginnen wir jetzt erst einmal mit der Rasse, beziehungsweise vorab die Frage, beziehungsweise die Frage ist nicht in dieser ganzen Sache Hundebegegnung, ja, was kann ich denn dagegen tun? Weil das ist ja immer diese Hauptfrage. Leute kommen zu mir in die Hundeschule. Leinen zerren und Leine pöbeln sind ja die Klassiker der Hundeschule. Ja, Diane, was kann ich denn dagegen tun? Ja, das ist wie gesagt nicht die Frage, sondern es ist vielmehr oder. Es sollte, so muss ich sagen, es sollte vielmehr die Frage sein, ja, warum tut er das denn überhaupt? Ne, warum zeigt mein Hund dieses Verhalten? Denn erst wenn ich dieses Verhalten analysieren kann, ich kenne den Grund dafür, dann kann ich natürlich auch dementsprechend sagen, das und das und das und das kann man jetzt tatsächlich tun. Kleinen Moment mal, Fee, hörst du jetzt bitte auf? Das Problem ist, wenn man einfach einen zu intelligenten Hund hat, also die Schäferhündin. Ich weiß nämlich immer genau, wenn ich einen Vortrag halte und dann springt sie immer in mein Bett rein und zerwühlt mein ganzes Bett und ja, beißt ins Bett rein und wutzelt das Bett umeinander, genau, weil sie eigentlich immer weiß, Janne kann ja nicht so reagieren. So, jetzt habe ich sie mal geschockt, indem ich mal gesagt habe, ich soll jetzt mal kurz aufhören. So, also wie gesagt, warum tut er es? Wie gesagt, die Frage der Fragen. Und erst, wie gesagt, wenn ich das Warum kenne, kann ich nach einer Lösung suchen und, das ist aber auch ganz wichtig, einfach mal lernen, das Verhalten zu akzeptieren. Weil gerade diese Problematik in der Hundebegegnung, die kann und muss sich aber auch nicht immer ändern. Das ist so wichtig. Genau, dann beginnen wir mit der Rasse, nämlich ein Drittel ist genetisch bedingt, zwei Drittel ist dann ja die Sozialisation, wie ist der Hund aufgewachsen, welche Erfahrungen hat er gemacht, ja, welchen Individualcharakter hat er? Also das sehe ich jetzt gerade auch bei meinen zwei Youngsters. Wie gesagt, das sind zwei Geschwister. Die eine, ja, die ist tough, die steht und die andere, die weiße, die bricht zusammen. Ne? Also die bellt da mal, aber die hat gerade ganz, 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 ganz viel Spooky überall. Und genau, die andere schaut sie immer an und sagt so, was ist denn jetzt? Spinnst du? Ich verstehe dich jetzt gar nicht. Genau, also es ist eben der Individualcharakter, weil sie haben die gleiche Sozialisation von mir, sie haben die gleichen Erfahrungen oder so ungefähr die gleichen Erfahrungen. Sie sind beide bei mir aufgewachsen, also die Umwelt ist gleich. Aber wie gesagt, der Individualcharakter ist da halt einfach auch wahnsinnig entscheidend. Es gibt Rassen, die, und das muss man halt einfach auch wissen, die hundenarrisch sind. Das sind in der Regel die Retriever, die Beagle, die Möpse, Boxer, Doodle, etc., etc., etc. Da ist es natürlich oftmals dieses Problem, dass die Leute ja, total verzweifelt und total genervt sind, weil sie sagen, ja, Diane, du, was könnte ich denn auch da wieder, was kann ich denn dagegen machen? Der springt mir in die Leine in der Hundebegegnung, der ist zwar jetzt nicht aggressiv, der will ja eigentlich nur spielen, aber auch da muss man sich halt einfach mal ganz klar fragen, warum kauft man sich denn einen menschen- und hundefreundlichen Hund, wenn man dann die extra angezüchteten Verhaltensweisen abtrainieren, ja, möchte, will, muss? Etc. Ja, also ich finde das halt immer so unfair für einen Hund, wenn man ja ihm etwas abtrainieren möchte, was man ihm halt jahrzehntelang ja mehr oder weniger angezüchtet hat, wo ja wirklich auch selektiert wurde, dass der Hund dies und jenes macht. Und das ist sehr, sehr häufig eben bei diesen oben genannten. Ich habe natürlich auch Vertreter, gerade wenn es um die silbernen und um die roten Retriever gibt.
ja, die sind dann schon mal ein bisschen knackiger an der Leine und dann ist jetzt nicht unbedingt hundefreundliches Verhalten. Ich hatte auch schon mal einen Beagle, der jetzt unverträglich tatsächlich war, aber wie gesagt, in der Regel sind es wirklich Hunde, narrische Hunde. Dann gibt es Rassen, ja, die eher hundeneutral sind. Natürlich gibt es auch immer ein paar Ausweicher, aber das sind viele Jagdhundrassen, kleine Münsterländer, die Cocker Spaniel, Cavalier, King Charles Spaniel, Pudel, Podenco, der Samoyede. Ja, also die finde ich relativ hundeneutral. Und dann gibt es natürlich Hunde, ja, die eben weniger verträglich sind, vor allem gleichgeschlechtlich. Es sind alle Arten von Wachhunden, die Herdenschutzhunde, also HSH sind Herdenschutzhunde, die Bauernhofhunde. Die Spitze, Berner Sennin, Hoverwart, gerade bei den Spitzen wird es halt immer wieder vergessen, wenn ich so einen kleinen Minispitz oder auch einen Pomeranian oder sowas habe, es wird halt einfach vergessen, dass es Wachhunde waren. Auslandshunde, diese in Anführungszeichen Wachspitze in den Ursprungsländern, das ist ja meine Easy, ne? Also die Herdenschutz. Also was heißt Herdenschutzhündin? Ich sage ja dann immer den Hund mit herdenschutztypischen Eigenschaften, weil eine klassische Herdenschutzhündin ist sie ja nicht. Und ja, ich sage ja, sie wurde oder sie stand tatsächlich dann auch bei der Tierschutzseite als Labrador-Mischling drin. Und die Leute, die sie vorher hatten, haben dann natürlich halt auch ja, darauf vertraut und haben sich gedacht, cool, wir hatten schon einen Labrador. Wir möchten wieder einen Labrador, wir wollen was Gutes tun, wir wollen einen Hund aus Bosnien holen. Ja, und dann haben sie halt leider Gottes keinen Labrador bekommen, sondern das Gegenteil vom Labrador. Und dann hat es halt einfach in der Stadt auch nicht mehr funktioniert. Und das muss man halt einfach auch wissen bei den Auslandshunden. Klar, wie gesagt, viele gemischt, aber doch herdenschutztypische Eigenschaften. Und jetzt ist ja hier auch so eine kleine, ja, so ein kleiner Leerraum, weil unter Wachhunden, da denkt ja oder denken immer ganz, ganz, ganz wenige dran, der Australian Shepherd. Der Australian Shepherd ist nicht der klassische Hütehund. Na, der ist eigentlich eher zum Bewachen der Pferde und Sättel und Ställe gezüchtet worden. Ja, klar war er dann auch mal mit bei den Rindern, aber wie gesagt, er ist hauptsächlich zum Bewachen der Pferde und Sättel und Ställe gebraucht worden. Und das ist natürlich auch das große Problem, weshalb diese Hunde dann sehr, sehr, sehr häufig in der Leine stehen und dann halt einfach auch Probleme zeigen. Genauso wie den Rhodesian Ridgeback. Ja, ich weiß es nicht. Also es ist ja auch immer so ein bisschen dieses Jahr eben der Hund, der ja dann auch gegen die Löwen gekämpft hat. Auf der anderen Seite denke ich mir, ob er mit dem Feld es tatsächlich jetzt so geschafft hat, durch die Dornen da zu laufen oder sowas. Aber trotz alledem brauchen wir uns jetzt nicht darüber diskutieren, aber sie sind zum Bewachen aber auch der großen Grundstücke eingesetzt worden. Ne? Und da gerade bei den Rüden, muss ich sagen, haben wir halt sehr, sehr, sehr viele, die eben auch gleichgeschlechtlich nicht sehr verträglich sind. Alle diese Hunde sind eben territorial veranlagt und gerade auch bei den Herdenschutzhunden, die haben einfach so eine angeborene Xenophobie, also die angeborene Angst vor Fremden. Sie brauchen ja irgendeine Motivation, dass sie ja auch ja, bellen. Ne? Mit der Labrador, der sagt, cool, da kommt jemand rein, toll, hat er vielleicht einen Keks? Der wird ja fast nicht bellen, beziehungsweise vielleicht macht er einmal wuff wuff, aber die anderen stehen halt anders. Ne? Gerade bei den Spitzen, die greifen ja dann von hinten an. Die Herdenschutzhunde, die stehen ja und wenn einer näher kommt, ja, dann gehen sie halt einfach auch vor. Aber wie gesagt, ich brauche eine ja, Motivation. Und das ist eben diese angeborene Xenophobie, diese angeborene Angst vor Fremden. Dann kann man die Hunde natürlich noch unterscheiden in A-Typen und B-Typen. Die A-Typen, ich darf das sagen, weil ich selber ein A-Typ bin, einfach so ein bisschen als Eselsbrücke, das sind so die Arschis. Oder wenn man es nett sagen möchte, das sind halt dann die Aktiven. Die Hunde mit so einer aktiven, vorwärts gerichteten Reaktion, das sind Individuen, die sind halt einfach wagemutig, aufgeschlossen, neugierig. Jo, aber leider halt einfach auch risikobereit. Wir haben optimistische Lebenseinstellungen. Wir A-Typen erst handeln, dann denken. Das Problem ist dann eben halt auch oft die Frustbewältigung. Da haben wir natürlich auch so eine Bewältigung, weil wir wollen es ja auch sofort haben. Beziehungsweise wenn wir natürlich so optimistisch durch das Leben gehen und dann aber auf einmal ja das nicht bekommen, was wir jetzt uns so vorgestellt haben,
Und da ist man natürlich auch oftmals sehr schnell überfordert, gestresst, gefrustet, je nachdem natürlich, was ich oder wie ich es gelernt habe, mit Frust umzugehen. Bei Unterforderung werden diese Hunde sehr häufig selber aktiv, indem sie dann auch zerstören oder Stereotypien bekommen. Dazu gehören dann diese typischen Hunde, die halt eben sehr schnell auch reagieren sollen. Die Schäferhunde, die Malis, Terrier. Ist logisch, wenn der Terrier auf ein Wildschwein kommt oder trifft, ja, dann soll er nicht fragen, du Papa, was soll ich denn da hinten machen? Da soll er natürlich selbstständig entscheiden, da soll er eben wagemutig, risikobereit reingehen, da soll er aktiv nach vorne gehen und dann eben dieses Ersthandeln dann denken. Ne? Und ich finde das halt auch immer so schlimm oder so schade für die Terrier, wenn es dann immer so heißt, ja, aber die sind so doof und die sind so aggressiv und ja, und die lassen sich schwer erziehen. Nein, es sind halt eben ganz, 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 ganz andere Hunde, zum Beispiel der Border Collie. Pinscher, Dobermänner gehören dazu und die Hütehunde, die eben an Schafen oder Kleintiere arbeiten. Wenn ich mich bei Schafen mal ein bisschen verschätze, ja, dann tut das vielleicht ein bisschen weh, wenn ich mal auf die Hörner genommen werde, wenn ich ein bisschen zu wagemutig bin. Beim Rind schaut das natürlich schon ein bisschen anders aus. Ne? Wenn ich mich da verschätze und ein Rind tritt mal aus, ja, dann kann das unter Umständen halt nicht so gut für mich ausgehen. Dann haben wir eben die B-Typen. Die Bescheidenen, also als Eselsbrücken die Bescheidenen. Neue Situationen werden abwartend, beobachtend und zurückhaltend erlebt. Die schauen sich erstmal alles an. Ja, auch meine drei Herdis, die schauen sich erstmal alles an. Manchmal sind sie auch so ein bisschen erstarrt. Ich sage ja, diese angeborene Skepsis, die pessimistische Grundeinstellung, es ist ja eh alles schlecht, ich kann eh alles nichts. Dadurch wären sie eigentlich frusttoleranter. Das sind ruhige, abwartende, skeptische Hunde, wie zum Beispiel die Herdenschutzhunde aus dem Westen, der Kuwatsch, Pyrenäen-Berghund, viele Molosser. Der Boxer gehört jetzt nicht unbedingt dazu. Die Hütehunde, Sacke, die an Großtieren, zum Beispiel einzelnen Bullen, arbeiten mussten, da mussten sie natürlich viel strategischer und vorsichtiger sein. Und zum Beispiel die Ritschbeck-Hündinnen, auch Rottweiler-Hündinnen. Ritschbeck-Rüden und Rottweiler-Rüden sind in der Regel A-Typen. Also ich sage alles in der Regel. Natürlich kann man auch mal einen Terrier haben, der tatsächlich ein B-Typ ist. Und natürlich kann ich jetzt auch mal einen Herdenschutzhund haben, der jetzt ein A-Typ ist. Na, aber in der Regel, wie gesagt, kann man die Hunde da relativ gut einschätzen. Und es ist halt immer dann auch oftmals noch diese Frage, dann fragen mich jetzt viele, viele Leute dann noch, ja, ich habe jetzt die und die Rasse, die ist jetzt nicht aufgeschrieben worden, was könnte denn das sein? Also, wo kann man ganz schnell einen A- und einen B-Typen unterscheiden, wenn ihr ihnen mal eine neue Situation gibt? Also ich kann jetzt nicht sagen, der Hund, der jetzt am Gartenzaun bellt oder an der Tür bellt, das ist automatisch der A-Typ und der, der jetzt nicht am Zaun und am Gartentür bellt, das ist dann automatisch der B-Typ. Nein, sondern ihr müsst eine ganz, ganz neue Situation haben. Ihr geht zum Beispiel 5-mal die gleiche Gassi-Runde im Wald und auf einmal steht da XY, ne? Irgendetwas, was da noch nie gestanden ist. Und dann habt ihr ja Hunde, die entweder sagen, wow, cool, das stand da noch nicht und donnern da hin und untersuchen es gleich oder bellen es dann gleich mal an oder beißen gleich rein. Oder auch der A-Typ, ganz aktiv, der sagt, boah, das kenne ich nicht und rennt weg. Ne? Und der B-Typ wäre erstmal der, der dann sagt, okay, kenne ich nicht. Und wartet jetzt mal ab und beobachtet jetzt mal erstmal diese Situation. Und dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, kann der B-Typ genauso nach vorne gehen und genauso wegrennen, wie jetzt der A-Typ. Es ist bloß erstmal dieses, wie schnell macht das? Habe ich nur so eine gewisse Skepsis? Habe ich eben so eine kleine pessimistische Grundeinstellung? Oder ich sage ja, rase ich da einfach drauf zu, eben dieses erst handeln und dann denken. Aber auch hier, wie gesagt, immer wieder die Frage, warum entscheidet man sich denn für eine bestimmte Rasse, wenn man eben an seiner Genetik dann wieder schrauben möchte? Das ist halt immer das ganz, ganz große Problem, sage ich ja, bei den Herdenschutzhunden. Oder sag ja, ein Terrier. Ein Terrier ist halt einfach ein Terrier. Und man braucht da halt einfach ein bisschen mehr, ja, Überzeugungsarbeit und dann sind Terrier genauso wunderbare Hunde wie andere. Aber ich kann jetzt an Terrier das Jagdverhalten halt einfach auch nicht abgewöhnen. Ne? Sie werden halt einfach schneller den Hasen jagen, als wenn ich da, was könnte ich denn jetzt da haben?
ja, zum Beispiel einen Setter habe, der gut trainiert wurde, dass er halt einfach vorsteht. Ne, und ich finde es, wie gesagt, immer so schlimm, wenn er halt einfach an dieser Genetik geschraubt wird. Und dann sind die Leute so unzufrieden und ja, wie gesagt, dann sollen die Hunde verändert werden. Wir verändern uns in der Regel übrigens gar nicht. Und der Alltag für die Hunde ändert sich in der Regel gar nicht, aber die Hunde, wie gesagt, sollen sich ändern. So, und dann kommen wir zu den Hormonen. Wie gesagt, finde ich halt immer eine ganz, ganz, ganz wichtige, aber halt auch spannende Geschichte. Deswegen müsst ihr euch das jetzt halt einfach anhören. Ganz klar ist, dass das wirklich jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aller Hormone und deren Wirkungen auf den Körper sind. Natürlich kann man zu jedem Hormon noch mindestens 10 andere Seiten oder Folien zeigen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nur für dieses Thema das Relevanteste rausgeschrieben. Es gibt allgemein, wenn Hunde in Stress sind, mehrere Stresshormone, das aktive Stresssystem, also kämpfen, fliehen, einfrieren, das wäre dann das Adrenalin und das Noradrenalin. Das Noradrenalin, das ist etwas, was uns gleich ganz, 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 ganz viel interessiert, weil es ist nämlich das Kampfhormon. Und dann haben wir dieses passive Stresssystem, die Auswirkung eben auf den Körper, Energiebereitstellung, unser Cortisol. Stresshormon bei den B-Typen, das ist tatsächlich, ups, da habe ich verkehrt, das Cortisol, das Adrenalin, Noradrenalin in Normalbereitschaft, aber auch erniedrigt. Und das ist das große, große Problem bei allen Hunden natürlich und auch bei uns Menschen, wenn ein Stress über längeren Zeitraum ja, andauert. Oder ich habe jetzt einen dauergestressten Hund, also wie zum Beispiel unsere Hündin, die wir jetzt gerade aus dem Tierschutz haben, die ein Deprivationsproblem hat. Die hat halt einfach Dauerstress. Aber das Problem ist beim Cortisol, es kann teilweise wirklich Tage und Wochen dauern, bis sich das wieder runterreguliert hat. Jetzt natürlich nicht, wenn der Hund total cool und total stabil ist und einmal ist er jetzt, weiß ich nicht, Silvester, dann ist der Hund auch relativ schnell wieder unten. Aber ich hatte auch schon mal tatsächlich den Fall, dass ich eine Aussehhündin bei mir im Unterricht habe, eine sehr ruhige Aussehhündin, eine sehr ausgeglichene Aussehhündin. Und die war aber tatsächlich ein Jahr auch bei mir und völlig, wie gesagt, unauffällig. Und auf einmal, das war Dezember, ist die mir nach vorne geknallt. Die war immer sonntags da. Und auf einmal ist die nach vorne geknallt, hat dann auch im Sozialspiel einen Hund auf den Rücken gelegt. Und die haben mir gedacht, hä, was ist denn jetzt da los? Okay. Habe dann nicht jetzt so weiter Stress gemacht, auch bei den Besitzern, hatten die mir aber halt natürlich nächste Woche wieder ja, vermehrt angeschaut. Und da war sie wieder völlig normal. Ja, also da war sie halt einfach wieder die coole, freundliche, unauffällige Hündin. Eine Woche später, also 14 Tage nach dem ersten Vorfall, ist sie wieder in die Leine geknallt und hat wieder einen Hund ziemlich angepöbelt. Und dann bin ich aber auch tatsächlich zur Besitzerin gegangen und habe gesagt, du, also weiß er nicht, aber jetzt war das fast zweimal hintereinander, war irgendwas. Und dann habe ich halt meine Fragen gefragt und dabei ist rausgekommen, Dezember, Weihnachtsmarkt. Sie hat sie beide Male am Donnerstag mit auf den Weihnachtsmarkt genommen. Die eine Woche vorher, wo es halt nichts war, da war sie nicht mit auf dem Weihnachtsmarkt. Aber das erste Mal, wie gesagt, war sie am Donnerstag vorher am Weihnachtsmarkt. Und das zweite Mal war sie Donnerstag vorher am Weihnachtsmarkt. Und das war anscheinend so stressig für diese Hündin, dass sie dann tatsächlich 3 Tage später in der Hundeschule nach vorne geknallt ist. Also wie gesagt, halt einfach auch mal daran denken, weil ich lasse auch sehr, sehr, sehr viele Leute bei mir tatsächlich ein Tagebuch schreiben, wenn sie ein Problemverhalten haben bei ihren Hunden. Und ja, oftmals kommt man da eben gar nicht drauf, auch mit Fragen, weil ja die Leute, ja, was vor 3 Tagen, also ich weiß ja auch gar nicht, was ich gestern gegessen habe. Was habe ich gestern gegessen? Keine Ahnung. Und dann sollen die Leute natürlich das jetzt ja, noch irgendwie so in Erinnerung ziehen, was jetzt vielleicht vor 3 Tagen waren. Aber das ist eben ganz, ganz, ganz wichtig. Es dauert öfter mal länger. Achtung, Angstaggression und auch Kastrieren kann das Verhalten verstärken, da einfach das Testosteron, da habe ich auch einen Rechtschreibfehler, der Gegenspieler zum Cortison halt einfach ist und dieses dämpft. Und wenn dieses mit der Kastration wegfällt, dann kann halt eben unser Stresshormon ungehindert in den Körper reingehen und somit einfach auch leider Gottes die Angst verstärken. Also muss man halt einfach auch mal darüber nachdenken.
Stresshormone von dem A-Typ, das ist dann eher das Adrenalin, eben Fluchthormon, und Noradrenalin, das Kampfhormon. Und leider Gottes haben wir dann immer noch so ein bisschen dieses Dopamin auch dabei, das ist das Selbstbelohnungshormon. Und unser Cortisol wäre im Normalbereich. Und das ist eben ganz, 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 ganz wichtig, weil eben dieses Noradrenalin auch in leichten Belastungssituationen produziert wird und dieses Noradrenalin lernverstärkend wird und leicht bereits gemachte Erfahrungen leichter ins Hirn abspeichert. Und das ist ein Reizschwellensenker und unser Noradrenalin ist eben auch ein Suchtpotenzial und die Sexualhormone steigen an. Kämpfen macht süchtig. Das müssen wir ja alle kämpfen, wenn der andere dann auch flüchtet. Dann steht man halt einfach auch so da und denkt sich, boah, cool, ich bin jemand, ich kann das jetzt, ich kann jemanden einschüchtern, flüchten natürlich nicht. Noradrenalin, nee, Isabel, bei allen Hunden. Das ist jetzt nicht mit unkastrierten und kastrierten Hunden, weil da ist tatsächlich dieses bei kastrierten Hunden oder unkastrierten Hunden, da haben wir halt einfach nur diese Sache mit dem Testosteron. Ne, alle anderen Hormone, das kommt nochmal ganz zum Schluss, diese Hormone werden nicht durchs Kastrieren beeinflusst. Ne, also ich kann jetzt tatsächlich einen A-Typen haben, der aufgrund von Noradrenalin halt eben nach vorne knallt, dann wird er kastriert und das Verhalten ändert sich nicht, weil ich halt eben hier das Noradrenalin, also dieses Kampfhormon habe. Und eben beim Kastrieren bin ich halt nur, dass, ja, dass ich quasi dieses Testosteron halt einfach runterreguliere. Noradrenalin und Leinenaggression eines A-Typs gehören halt einfach auch zusammen. Kläffender Hund kommt entgegen. Ne? Also ich gehe spazieren, ich habe vielleicht ein, ja, jetzt wirklich vielleicht einen 4 Monaten alten Terrier da an der Leine. Und dieser Terrier ist jetzt auf der linken Seite. Ich sage, mir kommt ein kläffender Hund entgegen. Und der kleine Terrier möchte jetzt auf die rechte Seite gehen und wird jetzt von uns daran gehindert, weil das heißt ja immer, dass der Hund auf der linken Seite Fuß geben muss. So, also Terrier wollte nett sein, Terrier wollte weggehen, Terrier wollte ausweichen, Terrier wollte aus der Situation gehen. Terrier darf aber nicht. Also Adrenalin, Flucht, Ausweichen wirkt nicht. Und jetzt 2, 3 Situationen später, ja, Terrier wird halt immer wieder und immer wieder am Ausweichen gehindert, springt er irgendwann mal in der Leine, bellt vielleicht noch und zwickt vielleicht auch noch und der andere Hund reagiert vielleicht auch mit Ausweichen. So, und Bombs haben wir halt einfach unser Noradrenalin. Dieses Noradrenalin wird dann eben halt produziert. Das haben wir ja schon gesagt, Noradrenalin wird als Lernverstärker die positive Problemlösung, nämlich ich knall in die Leine, ich schaffe mir jetzt halt einfach auch Raum, wird dann im Gehirn abgespeichert und es kann dann sogar auch ein Lustbeißer geboren werden. Dann nochmal eben die Frage von Isabel, war jetzt auf das Sexualverhalten bzw. die Sexualhormone bezogen? Nein, nur auf das Cortisol. Also es geht da tatsächlich um das Cortisol, um das Stresshormon. Und da ist es halt tatsächlich so, es gibt ein paar Gegenspieler zu diesem Cortisol, zu diesem Stresshormon. Und unter anderem ja, ist da halt einfach das Testosteron ein Gegenspieler. Es ist zum Beispiel auch ein Hormon, auch noch ein Gegenspieler, das wir jetzt gleich noch besprechen. Also diesbezüglich war das jetzt tatsächlich nur das Testosteron auf eben dieses Cortisol. Aber, wie gesagt, weil eben ganz, ganz, ganz viele Leute, wenn ihre Hunde eben pöbeln und wenn ihre Hunde halt eben die Leine springen oder unverträglich sind oder raufen, ja, dann eben kastrieren lassen, raufen halt eben sehr, sehr, sehr viele Hunde trotzdem weiter, ja, eben, weil es halt eben andere Hormone sind. Aber das Testosteron war jetzt wirklich tatsächlich auf das Cortisol bezogen. Dann haben wir eben unser Dopamin, also haben wir ja schon gesagt, unsere Selbstbelohnungsdroge, Suchtgefahr dann auch noch beim Lustbeißer, chemische Nähe zum Noradrenalin. Und das muss man halt eben auch wissen, die Herdenschutzhunde haben weniger Dopamine als Hütehunde. Weil unsere Hütehunde, also mein Schäferhund, der jetzt da gerade im Körbchen liegt, der hat im Ruhezustand schon mehr Dopamin als meine Herdenschutzhündin, die daneben liegt. Ne?
Meine Herdenschutzhündin, ja, die kann man auch nicht begeistern. Ne? Also das Einzige, was sie gerne mag, das sind dann von mir aus Kekse sammeln. Aber ansonsten, wenn man jetzt zu der sagt, komm, wir longieren. Was? Komm, wir machen Bodenarbeit. Ach Gott, hol mir mal den Dummy da hinten. Ach, weißt du, hol das doch alleine. Und der Schäferhund ist ja egal, was man mit dem macht. Die ist natürlich immer im Dopamin, die ist immer im Wow, geil, super. Ist mir völlig egal, was wir machen. Ich habe halt einfach immer Bock da drauf. Dopamin hat eben auch eine Wirkung auf die Psyche, spielt eine Rolle bei stereotypen Verhalten. Also in dem Moment, wenn das Pferd zum Beispiel in der Box steht und so hin und her webt oder der Elefant mit von einem auf das andere Bein steigt, beziehungsweise wenn sich ein Hund dreht oder wenn der Tiger im Zoo an Achter läuft, in dem Moment hat er eine Dopaminausschüttung. Also in dem Moment, wenn das Tier das macht, dann geht es auch tatsächlich dem Tier gut. Man muss sich halt nur überlegen, ja, warum macht es denn mein Tier? Also warum muss mein Tier etwas machen, damit es ihm gut geht? Ergo, die Haltung von diesem Tier ist halt einfach nicht gut. Ich muss mich quasi halt da so ein bisschen rauspushen. Dopamin hat leider Gottes eine freudig vorausschauende Wirkung. Wenn zum Beispiel der Hund das Bällchen sieht oder wenn der Hund es halt einfach sieht, ich gehe zum Schrank, wo mein Bällchen drin ist. Ja, da sind ja schon ganz viele Hunde, die einfach ausrasten. Oder die Leute sagen, weißt du, was immer total komisch ist, Diane, ist egal, wo ich hinfahre, mein Hund schreit nicht im Auto. Aber irgendwie weiß der, wenn ich dreimal rechts und fünfmal links und dann nochmal zweimal links und jetzt geradeaus fahre, dann sind wir beim Hundeplatz und dann fängt der tatsächlich im Auto schon zum Jaulen an. Also eben schon diese freudig vorausschauende Wirkung oder die Hunde, die dann eben im Auto schon schreien. Dopamin wird im Gehirn bei Lust aktiviert, lustbetontes Lernen, schnelle rhythmische Bewegungen, Rammeln, aber auch als rhythmische Bewegung, ne? Also auch ganz, ganz, ganz viele Leute finden das ja total putzig, wenn ihre Rüden, wenn sie zum Beispiel 6 Monate sind oder sowas, zum Beispiel so ein Kissen rammeln und wenn ich das dann so höre im Unterricht, so, oh, der rammelt Kissen, seit wann, wie lange, wie oft? Und dann ist es sehr, sehr, sehr häufig, dass die Leute halt sagen, ja, abends vor allem, da geht er in sein Körbchen, dann nimmt er sich ein Kissen, dann rammelt er halt einfach dieses Kissen. Da bin ich schon ganz hellhörig. Und dann schauen mich immer die Leute so an, ja, aber das ist ein Rüde und er ist ja bestimmt dann schon hypersexuell und der ist halt einfach zu früh schon sexuell, wo ich sage, nee, das ist für mich halt einfach schon so eine, kann es schon einfach so eine Zwangshandlung sein. Auch da wieder, warum muss mein Hund abends ja sich irgendwie Glückshormone verschaffen? Wahrscheinlich, weil ihm der Tag einfach an sich zu stressig ist, dass er abends halt einfach so gestresst ist, dass er dann halt einfach rammeln muss. Ich meine, wenn der jetzt einmal im Monat da sein Kissen rammelt, ist doch überhaupt gar kein Thema. Aber wenn er das schon jeden Tag macht und kurz bevor er einschläft und es geht schon gar nicht mehr ohne, oder als ich auch meine Schäferhündin bekommen habe, die hat tatsächlich immer am Kissen gelutscht, ne, wenn wir hoch ins Bett gegangen sind und sie im Körbchen lag. Das war ganz, ganz, ganz schlimm. Aber ich habe sie mit 6 Monaten eben auch übernommen und sie war schon Ansätze vom Schutzdienst. Und anscheinend war das halt einfach zu viel für sie, dass sie dann einfach, irgendwie eine Verhaltensauffälligkeit gezeigt hat. Und die hat sich halt eben das Kissen mal schnell wie so ein Dizi, wie so ein Schnuller hinten rein und hat da halt eben sich so einen Dopaminkick gegeben. Gebildet wird das Dopamin auch bei selbstverschafften Erfolgserlebnissen, selbstständiges Lösen eines Problems, zum Beispiel Klickern, Fährten, Intelligenzspielzeuge. So, und warum interessiert uns das jetzt wieder? Weil das Problem ist, es hat eben eine Wechselwirkung. Erhöht sich unter Dopamin, also dass sich eben der Hund total freut, dass der Hund jo, jetzt richtig geil zum Beispiel am Longierzirkel steht oder ne, schon so vor uns rumhüpft, wenn das Bällchen kommt. Ja, dann erhöht sich eben automatisch unser Noradrenalin, also unser Kampfhormon. Und erhöht sich unser Kampfhormon, dann erhöht sich automatisch unser Dopamin. Und das Problem ist aber, dass dieses Dopamin eben sehr schlecht abgebaut wird und der Hund es aber auch tatsächlich lernen muss, dass er das dann halt einfach abbaut, dass man dem bewusst mal so Spitzen gibt. Das habe ich dann gemacht mit meiner Schäferhündin. Ich habe zum Beispiel mal 3-mal den Ball geschmissen und habe sie dann zum Beispiel auf die Decke wieder hingelegt, dass die halt einfach mit diesen Spitzen besser klarkommt.
Ja, oder ich habe mit ihr zum Beispiel longiert. Und da war es aber auch so mit ihr. Sie war ganz natürlich Mali-mäßig total geil auf dem Longierzirkel, aber automatisch hat das eben ihr Noradrenalin erhöht. Das heißt, es durften die anderen Hunde noch nicht mal zum Longierzirkel gucken, hat sie gleich zum Knurren angefangen. Ansonsten hat sie überhaupt gar keine Problematiken mit anderen Hunden. Also sie ja, läuft ja eben auch in ihre Gruppen umeinander und sie ist auch ganz häufig im Unterricht und läuft da einfach umeinander. Und es ist keine, die irgendwie stänkert. Aber wenn sie halt einfach in der Arbeit ist, da merkt man bei ihr sofort eben diese Wechselwirkung. Ne? Und da braucht halt eben auch ihre beste Freundin, die Isi, gar nicht irgendwie an den Longierzirkel hinkommen. Ich meine, die rauft jetzt nicht und die geht jetzt nicht drauf, aber es kommt schon so, das ist jetzt mein Longierzirkel. Und das muss man halt eben auch wissen in Bezug auf Hundebegegnungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen arbeitsgeilen, ja, Hund habe, ne, und ich stehe jetzt am Parkplatz von dem Hundesportverein, dann kann es halt einfach eben sein, dass er da aggressiver auf andere Hunde reagiert und mir eher in die Leine steigt, als zum Beispiel beim normalen Spaziergang. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ja, so eine freie Fläche habe beim Spaziergang und ich apportiere zum Beispiel da mit meinem Hund und jetzt kommt mir da irgendwie ein anderer Hund entgegen, ich leihe meinen Hund ein, dann ist es ganz, ganz, ganz häufig, dass dann eben die Hunde nach vorne knallen und die Leute halt sagen, Jan, ich kann das halt immer so gar nicht einschätzen. Manchmal geht er mir in die Leine, manchmal geht er mir nicht in die Leine. Ich kann es einfach nicht einschätzen. Und da bin ich halt immer so, dass ich halt sage, ja, ne, also einfach mal alles aufschreiben. Was hast du vor dieser Situation getan? Kann es halt eben sein, dass du mit deinem Hund irgendwas gearbeitet hast? Kann es sein, dass du vielleicht auch mit deinem Hund irgendwie geklickert hast? Kann es sein, dass du mit deinem Hund ja vielleicht irgendwie Bodenarbeit über Baumstämme gesprungen bist, etc. etc. Also irgendwas für ihn Tolles gemacht hast und dann halt eben diese Wechselwirkung zustande kommt. Und wenn wir jetzt normal spazieren gehen und ich bin eben nicht im Arbeitsmodus und ich habe zum Beispiel keinen Klicker in der Hand und ich habe dem Hund einfach ein Laufkommando und Freikommando gegeben. Oder er darf jetzt eben ja am Brustgeschirr und an der Schleppleine schnüffeln. Da hat er dann zum Beispiel kein Problem. Könnte, jetzt sind wir wieder in der Sache, könnte einfach an diesem Dopamin liegen. Genau. Vasopressin, das ist unser sogenanntes Eifersuchtshormon. Es ist eine Partnerschutzfunktion, brauchen wir natürlich auch, aber keine Bindung ohne Eifersucht und umgekehrt. Und deswegen müssen wir uns dann eben auch unser Oxytocin anschauen, nämlich unser Kuschelhormon, unser Bindungshormon. Und das wird ausgeschüttet bei engem Körperkontakt, Massagen, Streicheln, aber auch Blickkontakt oder Sozialspiel mit der vertrauten Person, mit einem vertrauten Hund oder eben Körperbänder, à la Thundershirt. Und die Voraussetzung ist natürlich, der Hund findet Berührungen im Allgemeinen als angenehm. Aber auch da kann es natürlich sein, dass ich jetzt zum Beispiel gerade irgendwo mit meinem Hund gekuschelt habe, dass ich jetzt gerade irgendwie mit meinem Hund ja gespielt habe. Vielleicht jetzt, ich sage ja, wir beiden irgendwie eine Interaktion gemacht haben, dass wir jetzt halt einfach über einen Baumstamm gemeinsam gerobbt sind oder gemeinsam irgendwas gesucht haben oder sowas. Also irgendetwas Tolles gemacht haben, Bindungshormonmäßiges gemacht haben. Ja, und dann eben der Hund nach vorne knallt. Oder es kann dann eben auch sein, dass viele, viele, viele Hundebesitzer streicheln ja auch ihre Hunde in der Hundebegegnung. Und das kann dann auch eben ein Verstärker sein. Kann, muss nicht sein. Auch viele Hunde beruhigt streicheln in so einer Situation. Aber sag ja, wenn mein Hund das jetzt total toll findet, dass ich ihn halt einfach streichel, kann das auch wieder ein Grund sein, wenn ich den Hund halt eben in der Hundebegegnung streichle. Also viele Leute wollen ihn ja gar nicht loben oder keine Ahnung, sondern sich eher beruhigen. Also dass ich quasi durch dieses Oxytocin ein bisschen ruhiger werde, weil es wirkt ja nicht nur beim Hund, es wirkt ja eben auch bei mir, kann aber, wie gesagt, dieses Verhalten einfach bestärken. Und Schwesternhormon zum Vasopressin, also dieses Oxytocin ist dieses Schwesternhormon zu diesem Vasopressin.
Und das kann natürlich halt immer auch sein, eben der Hund ist in Aktion mit seinem Halter und ein Dritter kommt hinzu. Muss nicht unbedingt immer ein Hund sein, kann ja auch zum Beispiel der Partner sein. Habe ich sehr, sehr, sehr häufig, dass zum Beispiel der eine Partner mit dem Hund auf der Couch liegt, die jetzt irgendwie kuscheln, die beide runterfahren, die beide einfach so oh, auf der Couch liegen. Ne, der Hund liegt so halb auf den Menschen drauf, man kuschelt noch. Ach, man schaut dem tief in diesen Augen den Hund, man, oh, das ist einfach toll, das ist einfach ein tolles Gefühl. Partner kommt rein, Hund lässt den Partner nicht auf die Couch. Umgekehrt, wenn der Partner mit dem Hund auf der Couch liegt, ist das überhaupt gar kein Thema. Wenn der Hund alleine auf der Couch liegt, ist das überhaupt gar kein Thema. Wenn der Hund zum Beispiel auf seiner Ecke auf der Couch liegt und der Besitzer oder der andere, also der Mensch ist auf der anderen Seite, kein Thema. Aber wenn ich halt eben streichle meinem Hund und ich sage, ich schaue ihm tief in die Augen und da geht eben was zwischen meinem Hund und mir rüber, dann kann es eben sein, dass er dann verteidigt. Dann haben wir aber auch noch dieses Prolaktin, nämlich dieses Elternhormon. Hündin, mütterliches Verhalten und Milchbildung, der Rüde, männliches Brutpflegeverhalten, Bewachen, Erziehen, Futterbeschaffung. Und ja, das kann dann natürlich sein, wenn wir zum Beispiel einen Welpen ins Haus bekommen, dass dann tatsächlich mein älterer Hund, mein freundlicher älterer Hund, auf einmal draußen Junghunde oder aber auch Kinder einfach attackiert. Und dann steht man so da und denkt sich, komisch, der Hund ist jetzt 3 Jahre alt, ich verstehe jetzt gar nicht das, was überhaupt ist. Der hat noch nie Probleme, der hatte weder Probleme mit Kleinen, mit Großen, mit Welpen, mit Rüden, mit Hündinnen und auf einmal knallt er mit Junghunde. Und das kann ein Grund sein, aus dieser Kombination, dieser oben genannte Brutpflege mit diesem Prolaktin und diesem Infantizid, nämlich die Angriffe auf rudelfremde Jungtiere wegen der Konkurrenz. Habt ihr ja schon bestimmt gehört, sehr, sehr, sehr häufig halt einfach auch bei Löwen, ne, wenn dann irgendeiner das Rudel dann übernommen hat, der beißt dann erstmal alle Jungtiere tot, weil das ja halt einfach nicht seine Gene sind. Und das kann einfach auch mal beim Hund vorkommen. Kann übrigens auch vorkommen, wenn die Besitzerin schwanger ist. Haben wir einige Hunde jetzt am Wochenende erst wieder, dass eine Frage war, du, ich verstehe das überhaupt nicht, wenn mein Mann zum Nachbarn rübergeht, da spielen die beiden Hunde miteinander, wir haben da überhaupt gar kein Problem, wenn ich mit meinem Hund zum Nachbarshund rübergehe, der knallt den, der werkelt den so. Auch die Frage irgendwann mal, du kann das vielleicht sein, dass du schwanger bist. Dann schaut sie uns an, ja, woher weißt du das? Ja. Kann vielleicht mal am Verhalten liegen. Und die hat es uns eben auch wieder bestätigt. Da ist wieder Vorsicht, kastrierte Rüden, die eine positive Beziehung zur Besitzerin haben und eben, wenn diese auf einmal schwanger wird, kann sein, dass er den eben dann verteidigt. Das ist die Kombination wenig Testosteron wegen der Kastration und viel Prolaktin wegen der Schwangerschaft von der Besitzerin, kann das Brutpflegeverhalten des Rüden auslösen. Kann, muss nicht sein, kann. Wenn wir jetzt natürlich so Machos haben, ne, also so richtige Macho-Rüden, ist völlig egal, ob die kastriert oder unkastriert sind, die aber trotz Kastration doch noch irgendwie so richtig Macho-Gehabe haben. Oder eben die unkastrierten Rüden mit viel Testosteron, bei denen wird tatsächlich dieses Prolaktin unterdrückt. Ja, die unterdrücken sich ja dann auch so ein bisschen vor der Vaterschaft. Aber eben, wenn wir so Rüden haben, die schon so ein bisschen hündlich, also weiblich ausschauen, wie so eine Hündin ausschauen und einfach so sanfte Rüden haben, dann kann es, wie gesagt, halt einfach ein Aggressionsproblem geben. Dann haben wir unser Testosteron, das ist das Hormon des sozialen Aufstieges, das ist das Hormon des sozialen Erfolges. Das steigt bei Erfolg und Gewinn an. Da haben wir das, was wir gerade gesagt haben, Gegenspieler des passiven Stresshormons Cortisol. Übrigens auch eben dieses Oxytocin ist auch der Gegenspieler von unserem Stresshormon Cortisol. Deswegen, habe ich ja gesagt, kann es auch tatsächlich manchmal gut tun, den Hund halt einfach im Stress zu streicheln.
Kommt halt immer darauf an, wie ich streichel. Streichel ich schnell, streichel ich langsam. Also wenn, dann sollte ich auch ganz langsam streicheln. Bin ich selber dabei hektisch oder ja, möchte ich den Hund wirklich nur unterstützen? Halte ich ihn halt einfach im Arm? Wie gesagt, muss man da halt einfach so ein bisschen schauen bei den Hundebegegnungen. Silvester bin ich zum Beispiel immer auch der Befürworter, tatsächlich den Hund halt einfach zu unterstützen. Ich würde nie meinen Hund wegschicken und würde nie sagen, nee, ich darf dich jetzt nicht belohnen. Also weil viele ja sagen, ja, du darfst doch deinen Hund im Stress und in der Angst nicht streicheln, dann belohnst du ihn nur. So ein Humbug, ne? Also so ein Schmarrn. Jeder weiß das von uns, wenn wir uns irgendwie mal verletzt haben, wenn wir uns irgendwo, ne, mit Fahrrad irgendwo gefahren sind und wir hatten eine Schramme und wir hatten Aua und wir hatten jetzt da gerade irgendwie voll Stress. Und dann sind wir zur Mama gelaufen und die hat uns in den Arm genommen und das war einfach gut. Da hat die nicht unsere Angst und unseren Schmerz irgendwie verstärkt. Ne? Das ist, wie gesagt, ganz, ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, ich zwinge jetzt den Hund zu nichts, wenn jetzt der Hund natürlich alleine lieber, ja, ich sage jetzt mal, im Schrank liegen möchte. Bei den Socken hatte ich auch eine Hündin, die war wirklich ganz, ganz, ganz gerne dann im Schrank auf den Socken. Und dann ist sie mal wieder gekommen und dann wollte sie dann einfach wieder die soziale Zuwendung und dann ist sie wieder in ihren Schrank gegangen. Ich zwinge die jetzt natürlich nicht da zu bleiben, ganz klar. Aber wenn die kommt und wenn die einfach eine Unterstützung braucht, dann kriegt sie die natürlich auch. Testosteroneinschuss lässt das Markierverhalten beginnen. Es ist angstlösend und Selbstbewusstsein steigernd und deswegen bei Kastration von ängstlichen Hunden immer daran denken. Wenn ich eben schon einen ängstlichen Hund habe, ja, da will ich einfach so ein bisschen auch dieses Testosteron zum Selbstbewusstsein steigern haben. Wenn mir das halt eben wegfällt, kann es sein, dass es verschlimmert. Wir haben natürlich auch wirklich diese Hunde aber, die völlig drüber sind, die einfach sexuell völlig drüber sind, die stressbedingt völlig drüber sind. Und wenn man die chippt, ne, also erst einmal überprüfen auch, würde eine Kastration hier tatsächlich helfen. Und es super wirkt. Ne, die Hunde werden zwar so ein bisschen mimimi, ja, ich hatte auch tatsächlich mal einen Mali, der hat alles geknallt auch. Das war nicht gerade der selbstsicherste. Bei dem hat es super auch hingehauen, muss ich sagen, weil er eben im Testosteron nach vorne gegangen ist. Der wollte dann halt auch immer seine Mädels beschützen und sowas. Ja, und der ist aber ein bisschen ins Mimimi-Verhalten gefallen. Und da war es halt eben gut, dass er einen Chip hatte, dass die Besitzerin sich dann halt einfach dann überlegen konnte, so, was willst du denn jetzt? Klar, er ist ein bisschen Mimimi geworden. Weil wenn da mal irgendwas in der Wohnung halt einfach falsch rumgestanden ist, dann hat er erstmal geguckt und dann so, was ist jetzt? Dann hat sie gut auf ihn eingeredet und dann war das auch gut. Aber, wie gesagt, er war halt so ein bisschen so, da ist was Neues und da liegt auf einmal was. Aber generell hat dem natürlich die Kastration richtig viel einfach geholfen. Man muss da immer so eine Abwägung halt einfach machen. Man kann jetzt nicht generell sagen, ängstliche Hunde dürfen nicht kastriert werden. Deswegen bin ich halt immer ein Befürworter bei Rüden. Also bei Hündinnen kann ich es halt leider Gottes nicht machen. Bei Rüden dann halt einfach mal für so einen Hormonchip. Dann habe ich das ein halbes Jahr drin. Dann kann ich gucken, wie verändert sich halt einfach mein Hund. Wenn er dann noch schlimmer wird im Angstverhalten und noch unsicherer wird, ja, dann kommt ja halt nach einem halben Jahr das Testosteron wieder und dann ist eigentlich wieder alles wie auf Null. Aber wie gesagt, viele hilft es dann auch. Wir haben, wie gesagt, aber trotzdem Hunde, wo man weiß, boah, die sind früh kastriert. Nee, du hast den nicht wirklich früh kastriert. Oder, oh Gott, der kam schon als Tierschutzhund früh kastriert. Oh Mist, ja, das hat dem natürlich halt nicht gerade sehr gut getan. Beate, was ist mit der Kastration bei Hündinnen? Da spielt das Testosteron ja keine Rolle. Und kommt wieder ein bisschen aber auch darauf an, tatsächlich Beate, wir haben auch doch einige Rüdinnen tatsächlich auch hier. Ich habe auch so eine Rüdin. Die Isi ist auch so eine Rüdin. Also Hündinnen, die tatsächlich auch markieren, die sehr männlich ausschauen. Also meine Isi hat nichts Weibliches tatsächlich. Die hat schon Testosteron auch da. Und Testosteron wird auch, müsste ich schnell spicken, in der Nebennierenrinde und auch im Nebennierenmark tatsächlich aber auch gebildet. Also selbst wenn du auch kastriert, hast du noch so ein bisschen Testosteron trotzdem noch da. Ne? Trotz alledem muss man auch da wieder bei der Hündin sagen, haben wir natürlich auch das Östrogen.
was manche Hündinnen, wenn sie kurz vor der Läufigkeit stehen oder in der Läufigkeit sind oder nach der Läufigkeit tatsächlich ins Aggressionsverhalten überschwappen. Das ist mir zum Beispiel selber passiert bei meiner Hündin, 8 Wochen nach der Läufigkeit ist die auf alles losgegangen. Also quasi, ne, so 8 Wochen nach der Läufigkeit, wo halt eben ihre Babys zur Welt gekommen wären, die sie ja nicht hatte. Ich habe sie ja nicht wecken lassen. Die sie aber nicht hatte, war sie, wie gesagt, 8 Wochen danach sehr, sehr, sehr aggressiv. Hat dann tatsächlich auch ihre besten Freunde verprügelt, also auch Rüden geknallt. Die hat alles geknallt, Gott sei Dank nicht die Hunde von ihrer eigenen Gruppe. Also meine Hunde hat sie Gott sei Dank zufrieden gelassen, aber wie gesagt, ihre besten Freunde hat sie trotzdem geknallt. Und dann muss ich aber auch sagen, habe ich es dann noch einmal läufig werden lassen, hat mir die gleiche Situation und dann habe ich sie auch kastrieren lassen. Und da, wie gesagt, spielt aber auch ein bisschen dieses Östrogen halt einfach eine Rolle. Zusammenfassung, also das einzige Hormon, das eben durch eine Kastration beeinflusst wird, ist eben das Testosteron oder eben bei der Hündin das Östrogen. Und das ist eben häufig nicht die Ursache für das Leinepöbeln. Und deswegen kann es eben halt sein, dass sogar das Verhalten verschlimmert wird. So, dann kommen wir zu den Fehlern im Alltag. Was, ja, kann ich denn falsch machen? Beziehungsweise Nadine hat noch eine Frage. Ist das von den Östrogenen, dass sie nach vorne knallen oder vom Testospiegel nach der Kastration? Also ich habe ja nur Hündinnen. Und wie gesagt, die war läufig. Und ich hatte vor der Läufigkeit null Probleme mit ihr. Ich hatte in der Läufigkeit null Probleme mit ihr. Ich hatte nach der Läufigkeit null Probleme mit ihr. 8 Wochen nach der Läufigkeit, ja, ne, also 2 Monate nach der Läufigkeit, kommen ja normalerweise eben die Babys auf der Welt. Und da ist sie dann eben, also ich sage, sie hatte ja keine Babys, aber sie hatte dann auch angefangen, Nestbauverhalten zu machen. Sie hatte Milcheinschuss, sie hatte dann auch Löcher gebuddelt, ne, wo sie so quasi ihre Babys dann, ja, gebärt. Und ja, dann hat sie halt einfach diese Junghundverteidigung gehabt. Da ist sie dann tatsächlich ins Prolaktin reingerutscht und da hat sie dann eine Junghundverteidigung oder ihre Welpenverteidigung gehabt. Noch einmal, die ja gar nicht da waren. Und das hat ungefähr so 4 bis 6 Wochen angehalten. Wir haben sie natürlich dann komplett rausgezogen, aus allem. Wir haben dann natürlich das gar nicht mehr irgendwie laufen lassen. 6 Wochen nach ihren augenscheinlichen Welpen, die gekommen sind, war sie dann wieder völlig normal. Also da war sie dann wieder die, die sie ist. Da hat sie wieder mit ihren Rüden gespielt, da hat sie wieder mit ihren Freunden gespielt, da war überhaupt gar kein Thema. Und das Gleiche ist mir, wie gesagt, dann in der Läufigkeit danach nochmal passiert und dann habe ich gesagt, ne, also das brauche ich jetzt natürlich nicht, wenn ich eben auch eine Hundeschule habe, ne? Weil ja, wenn die mir jetzt zweimal im Jahr eben läufig wird und zweimal im Jahr knallt die mir alles und zweimal im Jahr haben wir hier Land unter, dann haben wir halt eben schon ein ganz, ganz, ganz großes Problem hier. So, also wie gesagt, Fehler im Alltag, Leinenführigkeit ist halt eben auch so eine Thematik. Ja, wenn wir mit unserem Hund spazieren gehen, damit er dann eine Zeitung lesen kann, er bestimmt einfach den Weg, das Tempo, die Richtung, zieht von rechts nach links, zieht vor und zurück. Man toleriert, dass der Hund hektisch, teilweise eben hysterisch und aufgeregt das Haus verlässt, beziehungsweise aus dem Auto springt. Er freut sich, dass so aufs Gassi gehen. Und wenn uns aber dann ein Hund entgegenkommt, dann verkürzen wir die Leine, dann kommt oft ein Leinenruck, dann kommt oft das perfekte Fuß, dann kommt eine hektische Kommandogabe. Ich hatte jetzt vor 6 Wochen einen Workshop, 3 Tage, über eben genau das Problem, Hundebegegnung. Und ja, ich hatte 7 Teilnehmer, 7 völlig katastrophal an der Leinenführigkeit. Ja, und dann hatte ich eben auch mal die Teilnehmer gefragt, sage ich, du, wie konsequent bist denn du auch in der Leinenführigkeit? Wie konsequent bist denn du allgemein an der Basis? Wie konsequent bist denn du? Ja, nee, ja, da waren wir ja dann nicht so und das brauchen wir ja eigentlich auch noch so. Und er ist ja eigentlich auch so ganz nett. Ja, und dann hat man aber eben genau gesehen, ja, wenn eben ein anderer Hund entgegengekommen sind, dann wurde eben alles verlangt. Da wurde dann ganz hektisch, da wurde auf einmal alles durchgedrückt und das funktioniert halt eben nicht. Ich habe persönlich immer eine Unterscheidung. Entweder habe ich Halsbandgeschirr
oder ich habe ein dickes Halsband, dünnes Halsband oder ich habe ein Geschirr, das vorne beziehungsweise ein Geschirr, das hinten eingeschnallt wird. Und wenn zum Beispiel das Halsband, also wenn der Hund am Halsband läuft, wenn der Hund am dünnen Halsband oder am dünneren Halsband läuft oder wenn der, wenn das Geschirr vorne eingeschnallt ist, dann ist es bei mir halt einfach der Arbeitsmodus. Das heißt, kurze Leine, circa 1,20 Meter, neben den Besitzer gehen, Leine sollte locker sein, kein Pipi machen, kein Schnüffeln, der Hund passt sich den Menschen an, da bin ich auch streng. Und das ist auch immer so. Punkt. Also da bin ich auch ganz streng bei meinen Kursteilnehmern. Punkt. Und wenn der Hund eben am Geschirr ist oder wenn ich eben kein Geschirr anziehen kann, weil vielleicht der Hund irgendwie einen Bandscheibenvorfall hat, dann habe ich eben ein dickeres Geschirr. Und wenn ich aber vielleicht halt einen Bandscheibenvorfall im Halswirbelbereich habe, dann habe ich halt eben ein Geschirr dran, dann schnalle ich es eben hinten ein. Dann merkt ja der auch der Hund, wo dann eben der Druck ist. Da hat dann der Hund eine Schleppleine, außer man ist eben in der Stadt. Der Hund darf dann auch vor dem Besitzer gehen. Die Leine darf auch ein bisschen gespannt sein. Pipi machen ist erlaubt, schnüffeln erlaubt und der Mensch darf sich dann auch den Hund anpassen. Also quasi der Hund hat Freizeit. Und damit kann natürlich auch der Hund was anfangen. Wenn ich aber halt einfach mich ziehen lasse und ich sage, ja, jetzt gehe ich mal raus und dann soll der Hund Pipi machen am Halsband und dann verlange ich aber einfach wieder ein Fuß und dann darf er aber wieder laufen und dann, ja, was soll er denn jetzt machen? Das ist mir schon sehr häufig passiert. Ich habe einen unverträglichen Schäferhund hier in der Siedlung und wir gehen ja auch öfter mal in dem gleichen Waldstück spazieren. Und ich weiß und kenne ja schon sein Auto und ich weiß, dass er auch immer den gleichen Rundweg und immer in der gleichen Richtung den Rundweg geht. Und das ist halt immer sehr, sehr, sehr interessant. Er geht dann, man sieht er bei uns durch diesen Wald Rundweg so ein bisschen auch durch. So, er kommt, Leine zerren, der Hund ist vorne, der zerrt, der zieht, der schnüffelt, der macht, der tut. Er kommt in die Ecke. Ich bin da schon so ein bisschen vorbereitet. Ich tue meine Hunde auf die Seite. Er sieht mich und in dem Moment, Fuß, der Hund kriegt einen Leinenruck, der wird rübergebeamt, der Fuß, Fuß, Fuß. Der Hund tickt natürlich völlig aus. Er merkt dann auch immer, er kommt nicht an mir vorbei, dreht sich um, Fuß, 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 Rupf, 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 Schrei, Schrei, Schrei. Kaum ist er um die Ecke, flupp, Mensch hält den Mund, flupp, die Leine wird lang gelassen, flupp, der Hund ist vorne. Und der, ja, ich finde es halt immer unfair. Ne? Also, ich finde es immer so unfair für den Hund. Und deswegen arbeite ich halt ganz, ganz gerne mit Unterscheidungen. Und wenn der Hund halt eben auch weiß, was von ihm verlangt wird und der Hund weiß halt einfach, okay, am Halsband beziehungsweise am dünnen Halsband oder beziehungsweise am Geschirr vorne eingeschnallt, da ist der Arbeitsmodus und jetzt will ich es mal wissen und heute habe ich halt tatsächlich mal so einen Stinketag, dann kann ich ja auch mal sagen, hey Wischchen, du weißt es, jetzt hör auf. Aber nicht, wenn ich halt einfach ja unsauber arbeite. Marit, ich mache das für den Hund deutlich sichtbares Leine kürzen, kurze Leine, ich führe lange Leine, sie darf Pipi machen. Ja, weiß, dass das einige machen, wenn man dann tatsächlich mit einem Ritual arbeitet, dass man halt sagt, ich lasse den Hund sitzen, ich schnalle die Leine auf lang, ich schnalle die Leine auf kurz, dann ist das auch okay. Aber manchmal machen das sehr, sehr, sehr viele Besitzer, die schnallen halt, während sie gehen, um und dann ist die Leine halt eben kurz und dann, dann weiß halt eben der Hund oftmals auch wieder nicht, ach, jetzt ist die Leine kurz, ja, das habe ich aber gerade gar nicht mitbekommen. Wenn ich das wieder über ein Ritual aufbaue, dann habe ich ja auch meine Unterscheidung, habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Und wenn ich dann halt einfach auch noch schön auflöse und ich sage zum Beispiel an der langen Leine, jetzt darfst du laufen und an der kurzen Leine Fuß, habe ich auch kein Problem. Aber wie gesagt, viele Leute trennen das halt einfach nicht. Und das, wie gesagt, finde ich dann halt einfach so unfair. Und ich sage ja, sind wir doch mal ganz ehrlich. Ich meine, ich bin auch nur manchmal ein Hundebesitzer. Und dann geht der Hund gut und dann passt man nicht auf und auf einmal ist er vorne. Und dann lässt man den doch so ein bisschen auch mal manchmal rausgleiten. Ich muss mich da auch manchmal auch an die Leine fassen. Ne? Und dann so, ey Diane, also ich schimpfe dann immer mich so, ey Diane, was machst du denn jetzt gerade hier wieder? Es geht dein Hund gerade am Halsband vorne und er schnüffelt gerade und dann so, ach, habe ich schon wieder so eine Kacke gebaut. Dann rufe ich meinen Hund nicht her, dann sage ich, Hündchen, tut mir leid, Diane hat gerade wieder Mist gemacht. So, und jetzt gehen wir halt eben wieder weiter. Ich sage ja, wir lösen halt oft nicht auf und das ist, wie gesagt, halt oftmals das Problem. Aber auch da
allgemeine Grundgehorsam. Ja, da hapert es. Das jetzt auch tatsächlich letzte Woche auch erst wieder gesehen. Da hatte ich den Kurs Mensch-Hund-Beziehung. Also da hat es ziemlich einem Grundgehorsam ja auch gehapert. Und wie gesagt, gerade auch mit Hundebegegnung oder Leinführigkeit, viele Hunde können doch nicht mal einen Sitz. Ne? Und das ist dann schon, ja, das braucht er nicht und zu Hause ist er so brav und ja, warum brauche ich das denn? Und das muss er doch und da will ich doch gar nicht und ich will ihn ja nicht, aber das soll er sein lassen. Nee, funktioniert es halt nicht. Ne? Und deswegen ist es auch mal ganz wichtig, dass man ganz, ganz, ganz neutral sich einfach auch mal diese Frage beantwortet, ja, kann ich ihn tatsächlich dann auch mal ja, irgendwo mal so ablegen und 5 Minuten liegen lassen? Funktioniert es, dass ich ihn anspreche? Kann ich ihn in einer Interaktion, wenn ich mit ihm alleine bin, auch motivieren, dass ich mal gemeinsam renne, dass ich apportiere? War auch ganz, ganz, ganz krass bei dem Workshop. Ne? Also da die Leute konnten ihre Hunde noch nicht mal motivieren, dass sie mal spielen, wenn sie weggerannt sind. Der Hund so, ja, okay, die rennt weg, toll. Ja, okay, gut, dann habe ich halt mehr Zeit, jetzt zu pinkeln. Also, aber da auch wieder, in der Hundebegegnung soll er dann auf einmal funktionieren. In der Hundebegegnung soll er ruhig sein. Aber ich schaffe es noch nicht mal, meinen Hund beim Spaziergang 5 Minuten einfach mal so sitzen zu lassen. Ja, wie sollen das bitte schön in der Hundebegegnung schaffen, ne, oder funktionieren? Und das, wie gesagt, finde ich halt auch immer unfair. Also ich bin halt ein Mensch, ich arbeite grundsätzlich in meiner Basis und wir finden immer irgendwas in der Basis. Ne? Und mein Co-Trainer macht dann halt einfach auch Hausbesuche, weil wenn es da halt einfach nicht funktioniert zu Hause, wenn ich da nicht meinen Hund auch mal auf eine Decke hinlegen kann und wenn ich da nicht eine Tür schließen kann und wenn ich da halt einfach auch nicht mal sagen kann zu meinem Hund, du gehst jetzt einfach mal oder du bleibst jetzt heute mal im Wohnzimmer oder du gehst jetzt heute einfach auch mal nicht in die Küche, wie will ich das denn in einer Hundebegegnung schaffen? Also das ist halt immer die entscheidende Frage. Ne? Deswegen finde ich es dann so unfair, wenn dann den Hunden eben Wasser ins Gesicht gespritzt wird, wenn er eigentlich noch nicht mal ohne Reiz und ohne andere Hunde Sitz machen kann. Und die Frage ist auch noch, ich frage dann auch immer die Leute, ja, wie denkst du denn, wie der Grundgehorsam? Ja, nö, der macht Sitz. Okay, dann zeig mal. Sitz, Sitz, setz dich jetzt hin, Sitz, runterdrück. Okay. Ja, okay. Und wie fandest du das? Also ich bin also ich habe mittlerweile eben als A-Typ auch so gelernt, so ein bisschen runterzuschlucken und so zu machen, weil früher habe ich ja rausgehauen. Nur wirklich dieses Rausgehauen und dann halt einfach so, oh. Ne, man kann, wie gesagt, als A-Typ auch so ein bisschen lernen. Okay, Diane, ganz nett. Frag ihn jetzt einfach mal, aha, und fandest du das jetzt gut? Ja, ihr macht doch Sitz. Ne, einfach die Frage, wie oft korrigiert ihr denn nach? Sage ich es einmal und der Hund macht es so, dann muss ich schon 10-mal sagen. Das ist halt für mich kein Grundgehorsam. Auch da in der Ruhe liegt die Kraft, wenn der Hund halt einfach nicht die nötige Ruhe zu Hause hat mit 50% vom Tag schlafen, 25% liegen, dösen, schauen, 15% irgendwie soziale Komponente und auch 10% Nahrungssuche. Ja, wenn er eben nicht ausgeschlafen ist, ja, dann reagieren die halt auch oft über. Ne? Dann kann es eben sein, dass der Hund auf Sachen reagiert, die er aber im ausgeschlafenen Zustand, ja mein Gott, da ist jetzt da halt einer, das ist doch gar nicht so schlimm. Ruheübungen, auch da, ich bin ja immer der Vertreter, auch die, die mich vielleicht verfolgen bei Facebook, ich bin ja immer Ruhe, 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 Ruhe. Klar, ich bin schon mal eine, die auch powert. Ne? Überhaupt gar kein Thema, ne? Dass ich halt einfach auch mal powere, dass ich apportiere mit meinen, dass ich Rad fahre mit meinen, dass ich auch mal schwimmen gehe und auch mal dem Schäferhund da 50 Dummies dann ins Wasser werfe und dass ich dann auch nicht mal einfach, ja, wirklich in meine Kiesgrube, ich habe Gott sei Dank in der Nähe eine Kiesgrube und da mache ich dann Futtersuchspiele an der Schräge und die können sich da halt einfach auch auspowern. Ne? Aber ich bin halt einfach doch Ruhe. Aber wenn, wie gesagt, Ruhe nicht klappt, dann klappt da gar nichts. Ecke, Frau Kare, korrigierst du körperlich, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, zum Beispiel Finger auf Kuppe, kommt halt, wie gesagt, ganz drauf an. Kann er es nicht oder will er es nicht? Wenn er es nicht kann, ja, dann würde ich halt jetzt auch nicht korrigieren. Also wenn viele Hunde können halt einfach keinen Sitz. Also bei den meisten Hunden sind halt nicht diese 1000-mal
Wiederholung gemacht worden, wo er halt einfach keinen Fehler macht. Ne? Und da würde ich halt sagen, baue doch erst einmal dieses Kommando nochmal vollständig neu auf, vielleicht auch mit einem komplett neuen Kommando, dass ich jetzt halt einfach aus Platz down oder sowas sage. Ne? Also wie gesagt, wenn er es nicht kann, dann korrigiere ich natürlich auch nicht nach. Und deswegen... Viele Leute verarschen uns ja auch immer und dann, nein, zu Hause klappt es alle. Ja, dann schicke ich halt meinen Co-Trainer da vorbei. Und dann sagt er mir, Diane, also ich meine, ich weiß es ja. Ne? Also wenn die am Hundeplatz sind und der Hund halt einfach, wenn er alleine auf dem Hundeplatz ist, ja, nicht spätestens nach dem dritten Mal Sitz gemacht hat, dann weiß ich das halt. Und wenn der nicht nach 10 Minuten runtergefahren ist und sich die Leute halt nicht motivieren, also den Hund, die Leute, die den Hund nicht motivieren können, weiß man in der Regel halt einfach, dass zu Hause irgendwo ein Problem ist. Wenn er jetzt mir natürlich einen Stinkefinger zeigt und jetzt mir tief in die Augen reinschaut und so, pff, ich habe jetzt einfach keinen Bock auf Platz, ja, dann gehe ich halt schon mal einen Schritt auf den Hund zu und sage, ey, ich meine es jetzt ernst. Dann nehme ich den Druck wieder raus und dann versuche es halt nochmal nett aufs Neue. Ne, wie gesagt, es kommt aber halt dann immer drauf an. Könnt ihr euren Hund auf die Decke schicken? Wie lange bleibt er dort liegen? Löst ihr die Kommandos selbst auf? Wie oft korrigiert ihr nach? Auch das immer. Könnt ihr euren Hund auf die Decke schicken? Ja, nee, machen wir jeden Tag. Wie lange bleibt er liegen? Und deswegen habe ich mir jetzt so als Merkhilfe den Goldie Blake, nehme ich, dahingeschrieben. Die Besitzerin auch. Völlig überdrehter, völlig überdüber. Wow, Hund. Ne? Hundebegegnung richtig schlecht. Leinenführigkeit richtig schlecht. Dann sage ich zu ihr, ja, wie lange geht er denn zu Hause auf die Decke? Ja, wie lange? Also der Hund war über ein Jahr, ich weiß jetzt nicht, 13 oder 14 Monate. Und dann steht die vor mir und sagt ganz stolz, ja, also 3-4 Minuten schaffen wir. Okay, dann musste erstmal die Kinnlade wieder hoch und dann so, nochmal, denkt sie rein, ich bin der A-Typ. Aha, 3 Minuten schafft er. Naja, das schafft sogar ein Welpe von, weiß ich nicht, 12 Wochen, dass er mal 3 Minuten auf einer Decke liegen bleiben soll. Ne? Also wenn der Hund 13 oder 14 Monate alt ist, reden wir aber auch schon mal von 20 Minuten, dass der auf der Decke bleiben soll. Ach so, so lange. Mhm. Also, ne? Ist halt so, wenn ich ins Restaurant reingehe und ich bin erwachsen, dann kann ich auch mal eine Stunde sitzen bleiben. Wenn jetzt natürlich das Kind, dann ist das für die eine Höchstleistung, klar. Aber, also, viele Leute sind echt stolz, wenn ihr 18 Monate alter Hund mal so 3 Minuten auf der Decke bleibt, wo ich sage, okay, also das ist für mich Basis. Also das ist für mich wirklich 12 Wochen alter Hund, 14 Wochen alter Hund und dann kann ich drauf aufbauen. Ach so, okay. Und dann natürlich halt auch, wie oft korrigiere ich nach? Wenn ich natürlich sage, geh Decke und er geht auch wunderbar drauf und löst dann, aber auch nach 3 Minuten wieder und ich sage wieder, geh Decke. Und es ist so ein geh Decke Dauerschleifen-Ding, ja, dann funktioniert für mich dann aber auch kein Deckenkommando, ne? Dann auch, könnt ihr euren Hund einfach mal nehmen und festhalten, begrenzen, ne? Also, dass ich ihn mal am Brustgeschirr, dass ich mich einfach mal am Boden hinsetze, den Hund am Brustgeschirr habe, den einfach mal nett rannehme, ranziehe und ihn einfach mal festhalte. Ja, was passiert denn dann? Drückt mich der Hund weg, kratzt da, schnappt da, knurrt da womöglich auch. Und dann auch immer die Leute, ja, und was soll das jetzt mit einer Hundebegegnung zu tun haben? Ja, das hat das mit der Hundebegegnung zu tun, dass wir den Hund ja in der Hundebegegnung in der Regel begrenzen und festhalten. Viele greifen dann ins Brustgeschirr, viele nehmen die Leinen kurz. Ja, aber wenn er das doch noch nicht einmal in einem neutralen oder in einer neutralen Umgebung oder neutralen Situation einfach mal toleriert, oder das akzeptiert, ja, wie soll er das denn dann noch akzeptieren? Dann kann es ja sein, dass das nochmal ein Stressator ist, weshalb er dann vielleicht noch mehr nach vorne knallt, wenn ich natürlich so einen Herdenschutzhund in dieser Situation dann noch festhalte und der sich dann halt einfach auch von diesem Festhalten freischaufeln möchte. Dann muss ich ihn halt einfach auch mal lernen, dass es nicht schlimm ist, dass ich ihn jetzt mal festhalte, dass ich ihn jetzt mal begrenze. Und dann schauen immer die Leute, oh, was du aber alles verlangst. Ja, das verlange ich, weil wie gesagt, das halt einfach Basis ist für mich. Ruheübung im Garten, kann man dann den Hund im Garten einfach mal irgendwo ablegen, genau die gleichen Fragen wie gerade. Und natürlich bleibt euer Hund auch ruhig liegen, wenn Bänder geschmissen sind. Und wie verhält sich euer Hund bei Besuchern? Und dann fragen mich auch immer die Leute, ja, was meinst du denn jetzt? Ja, du kriegst jetzt Besuch, wie ist er denn? Ja, der läuft dahin. Wieso läuft er dahin? Ja,
warum? Warum soll er da jetzt nicht hinlaufen dürfen? Das hat auch immer so ein bisschen so für mich so Frage. Aha, also im Haus darf er quasi oder im Garten darf er quasi hinlaufen zum Besuch. Er darf den Besuch beschnuppern, er darf den Besuch vielleicht einkreisen, er darf den Besucher belästigen, dass er jetzt gestreichelt wird. Beim Spaziergang darf er es nicht. Warum nicht? Also warum darf er das dann beim Spaziergang nicht? Ja, da will ich es nicht, weil ja, weiß ich jetzt eigentlich so gar nicht. Ne? Also, auch da ist für mich halt immer so ein bisschen auch dieser Zusammenhang halt einfach. Und wenn ich es da auch im Haus und im Garten nicht schaffe, dass ich meinen Hund vor Besuchern auch mal irgendwo hinlege oder sage, du gehst jetzt da nicht als erstes hin, du begrüßt jetzt nicht sofort, du gehst, wie gesagt, nicht jetzt ins Umkreisen, sondern du legst dich jetzt da einfach mal hin. Das ist mein Besuch, den begrüße ich jetzt zuerst. Und viele Hunde, wie gesagt, schreien, werkeln und keine Ahnung, was die da machen. Aber in der Begegnung draußen, ja, da soll es dann immer funktionieren. Und das funktioniert halt immer nicht. Das sind halt immer die Sachen. Ruheübungen draußen, könnt ihr euren Hund einfach mal draußen hinlegen. Auch da wieder die ganzen Sachen allgemein. Nur in Ruhe oder auch bei Reizen, wie oft steht er denn auch da wieder auf? Habt ihr euch dann einfach schon mal auf eine Bank hingesetzt und einfach mal nichts getan? Wie verhält sich euer Hund dabei? Und habt ihr mit eurem Hund einfach draußen schon mal geschmust? Und viele fragen sich immer, ja, was denn diese ganzen Ruheübungen mit dem Leinenverhalten draußen zu tun hat? Das ist ja das, wenn ich es noch nicht einmal schaffe, meinen Hund zu Hause ohne Ablenkung Ruhe zu verordnen, ja, wie soll das denn dann tatsächlich bei höchster Ablenkung, wie soll er denn dann ruhig bleiben? Und das ist halt immer so unfair, ne? Sage ich ja. Und das funktioniert halt nicht. Deswegen Ruhe lernen in unterschiedlichen Situationen, dass der Hund es gelernt hat. Und dann kann ich es mir ja dann auch mal einfordern. Aber wenn er es ja gar nicht gelernt hat und die Besitzer das ja auch gar nicht für nötig empfinden, dann darf ich es aber halt einfach auch nicht einfordern. Das sage ich dann auch so den Leuten. Dann darfst du es nicht einfordern. Ja, aber ich will ja, dass er da ruhig ist. Ja, aber das geht halt einfach nicht. Das funktioniert nicht. Ist ungerecht. Und es ist halt aber auch so, dass draußen in der Regel immer Action angesagt sind und das machen dann natürlich auch die Hunde in der Hundebegegnung. Und deswegen sollte man halt einfach auch öfter mal entspannen und auch mal nichts tun. Und dieses Nichtstun eben muss gelernt werden. Wir haben aber auch oft dieses Ventil, dass Hunde in der Hundebegegnung nach vorne knallen, weil die Hunde eben heutzutage sehr viel Stress aushalten müssen. Wir haben Kinder zu Hause. Gerade in Corona, klar, was sollen denn die Kinder machen? Die Kinder rennen halt dann einfach im Winter ja, in der Wohnung umeinander. Jetzt ist aber halt vielleicht auch ja, die Decke oder die Box oder das Körbchen von dem Hund aber im Wohnzimmer. Und da rasen jetzt aber auch die Kinder da umeinander. Ne? Also nicht genug Ruhezeiten. So ein dauerndes Kontrollieren und Aufpassen auf den Menschen. Wir hatten mal eine Shiba Inu-Hündin, die hat abends immer die Wohnung zerlegt. Ne? Und das Problem war, die Besitzerin war krank und der Hund ist aber den ganzen Tag hinter der Besitzerin hin und her gelaufen, hinter der Besitzerin und hinter der Besitzerin. Und diese Hündin hat quasi so einen Aufpasserjob, so einen Security-Job gemacht. Bloß man muss halt einfach auch wieder schauen, ja, wenn ein Hund den ganzen Tag aufpasst, dann ist das Dauerstress. Wenn jeder Security, jeder Polizist, jeder, keine Ahnung was, Aufpasser, ne, Wärter im Gefängnis oder sowas, der hat nach 8 Stunden Dienstschluss und die haben aber auch Anspruch auf Urlaub. Und unsere Hunde aber nicht. Und das ist halt so ein ganz, 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 ganz großes Problem. Totgeliebt werden, Kinderersatz, unser Frust bezüglich Corona, zu wenig Grenzen, entweder ich habe zu wenig Grenzen oder ich habe zu harte Grenzen, Bürohunde, Leinenzwang, Hunde, die ihren Job nicht mehr nachgehen dürfen, Jagdhunde, Herdenschutzhunde, die nicht mehr bellen dürfen, Ordnungswahn, wenn die Hunde nicht mehr Hunde sein dürfen, wenn die Hunde sich nicht mehr dreckig machen dürfen. Ich habe mal eine Frau gehabt, die hat einen Border Collie gehabt, die hatte den immer nach dem Spaziergang mit so Shampoo gewaschen, der hat 12 Monate irgendwie einen Spot-on bekommen, die hat Mentholkauartikel bekommen, dass der ja nicht irgendwie Mundgeruch hatte. Der hat das und das und das und das bekommen. Der Hund war halt kein Hund mehr. Ne? Und irgendwann ist er halt ausgetickt. Und das ist halt eben das Problem, Stress, Stress, Stress. Ja, und irgendwann läuft dann das Fass über.
Ja, und dann kommt einem eben der entgegenkommende Hund entgegen und dann macht es halt eben mal Bumpf und dann, ne, passt eben auf, wieder Hormone. Da macht es meinem Hund noch Spaß und dann kann es sein, nur Adrenalin und Dopamin und da macht es halt richtig Freude dann noch. Es kommt eben noch eine Frage, wie würdest du einen Rudel vom Begrüßen gescheit ausbremsen? Das ist mein Problem. Also, du meinst jetzt, wenn du mehrere Hunde hast und es kommt jetzt quasi jemand zu dir nach Hause. Also nicht, wenn du mit einem Hund unterwegs warst und du kommst dann mit einem Hund wieder in deine Gruppe rein. Also du meinst jetzt das, Hunde laufen irgendwie im Garten umeinander und es kommt Besuch. Anbinden. Also da wäre jetzt erstmal eine Leine drauf. Das habe ich bei meinen Youngsters auch gemacht. Wenn die im Hundeladen waren, dann waren die Youngsters im Hundeladen erstmal an der Leine. Ne, da wollten dann natürlich auch die Leute, gerade die Weiße, ist ja logisch, was denkt sie, wie süß die war, als sie klein war und weiß war und süß Eisbärchen war. Ja, oh Gott, was sind denn so Welpen? Ey, schau den Welpen nicht an. Ja, warum nicht? Schau den nicht an und jetzt einfach nicht den Hund anschauen. Und ne, die Hunde haben dann gelernt, ja, okay, dann kommen Leute und es ist halt einfach wirklich neutral. Leute werden nicht angesprungen, die sind da, schimpft mich keiner, alles cool. Wie gesagt, da halt eben auch probieren, funktioniert ein Deckenkommando, funktioniert ein Hinten, geh hinter mir Kommando, das habe ich halt einfach auch, gell? Einfach dieses Kommando geht zurück. Und ansonsten muss man das halt dann einfach auch wirklich trainieren. Und wenn ich zum Beispiel weiß, um, weiß ich nicht, Viertel vor zwei, ich meine, um 2 Uhr kommt halt einfach der Besuch, dann binde ich meine Hunde um Viertel vor zwei schon einfach an. Ich mache das halt nicht dann, während es klingelt, dass ich dann meine Hunde nehme und dann anbinde. Das mache ich halt schon vorher, dass das dann halt keine Kombination gibt. Aber wenn Besuch ist, werde ich angebunden, sondern ich bin halt vorher schon angebunden. Oder ich kann dann natürlich, okay, jetzt eben die spezielle Frage in der Hundegruppe, meinen einzelnen Hund, aber auch sehr wohl dann mit der Leine, einfach mal mit zur Tür nehmen und ihn halt dann wieder Sitz machen lassen und ihm lernen, an der Tür, ja, sich zu benehmen. Das kann man dann übrigens auch mit jedem Hund einzeln, wenn ich eine Hundegruppe habe. Die anderen sind gesichert und wie gesagt, und dann nehme ich mir einen mit zur Tür und dann sage ich halt einfach: Sitz, geh hinter mir, was ich natürlich eben vorher schon trainiere, dass das Kommando geht zurück und dann hole ich den Besucher rein und genau, geht dann auch mit Herdis. Habe ja den Fall. Und die Easy, klar, die bellt auch. Also deswegen habe ich natürlich auch meine Herdis. Das ist ganz klar. Ich habe einen riesengroßen Grundstück. Ich habe 10.000 Quadratmeter Grund, wenn ich hinten beim Pferd bin und es ist vorne eine Kundschaft, dann sollen die auch mal bellen vorne. Das ist überhaupt gar kein Thema. Aber meine Hunde haben alle ein Geh-Ab-Kommando. Ne? Wirklich dieses gut, toll, ihr drei Herdis, ihr habt es super gemacht. So, jetzt übernehme ich quasi und dann werden sie aber mit einem Abkommando einfach weggeschickt. Das ist total freundlich, das ist total nett, dieses Abkommando. Und dann gehe ich halt quasi nach vorne und dann hole ich den Besuch rein oder dann hole ich halt die Kundschaft rein oder wer weiß Gott was, einfach wer jetzt da gerade reinkommt. Ne? Und das habe ich denen aber halt eben aufgebaut. Geh einfach mal weg, schleich dich, abfahre. Weg. Und ich lobe dir aber auch. Ne? Ich gehe dann vor und sage, hey, toll, habt ihr aufgepasst. Tolle Mädels. Und jetzt ist toll und jetzt geht es mal weg und dann gehe ich. Ne? Und ich habe denen aber auch bewusst ohne Leute dieses Wegschicken halt eben von der Tür beigebracht. Ne? Das hat dich hier nichts anzugehen, wenn ich komme. Ne? Ohne Diane kannst du am Zaun stehen, aber mit der Diane stehst du nicht am Zaun. Und da, wie gesagt, eben dieses Kommando, geh weg. Dann aber auch eben, wenn einer alles darf, wenn ein Welpe seit seinem Einzug ins Zuhause immer zuerst den Besuch an der Tür begrüßen darf, wann und wo er möchte, mit dem rumliegenden Spielzeug spielen darf, beim Spaziergang vorne gehen darf, den Weg bestimmen darf, seinen Besitzer anstupsen darf und noch Streicheleinheiten fordern darf und dort liegen darf, wo er möchte, im Sommer im Schatten und im Winter in der Sonne. Vor Freude Kinder, Menschen, Hunde anspringen darf, seinem Besitzer überall hin folgen darf. Punkt, Punkt, Punkt. Ganz ehrlich, dann darf er aber auch aus Sicht des Hundes fremde Hunde anpöbeln, Leute anspringen, nach der Hand schnappen, im Garten bellen, etc. Das war ja das, was ich schon gesagt habe. Nur wenn ein, und ich sage jetzt ganz, ganz, ganz bewusst Lebewesen, ist egal, ob das jetzt ein Mensch, ein Hund oder ein Tier ist oder ein Pferd ist, gelernt hat, dass ein Verzicht kein Weltuntergang ist, dann ist das Leben für alle entspannter und zufriedener. Und deswegen gibt es halt bei uns halt eben auch Hausstandsregeln. Meine Hunde haben zum Beispiel nie irgendwie ressourcefrei rumliegen. Und wenn, dann gebe ich ihnen irgendetwas.
Ich sage ja, sie dürfen mal heute nicht in die Küche. Dann lasse ich sie aber auch übrigens, Jennifer, mal getrennt nach draußen. Ich stelle mich dann einfach auch mal für die Tür hin. Dann darf zuerst die Izzy raus, dann müssen die anderen warten. Dann darf der Charlie raus, dann müssen die anderen warten. Dann darf das Eisbärchen raus, dann müssen die anderen warten. Dann darf die Charlotte raus, dann müssen die anderen warten. Und ich tausche jeden Tag durch. Dann darf mal zuerst der Charlie, dann darf zuerst die Zwergin raus. An einem Tag, ja, dann dürfen zum Beispiel alle raus. Am nächsten Tag darf mal keiner raus. Ne? Aber dass ich von vornherein einfach schon mal so ein bisschen immer eingrenze. Eingrenze, mich ein bisschen in die Wertigkeit natürlich hochsetze, meinen Hunden schon immer dann aber auch über nette Sachen einfach mal sage, ein bisschen Raumverwaltung. Und ich sehe dann gleich mal, wer heute mal wieder einen Pöbeltag hat. Ne? Natürlich ist es dann auch mal, wenn ich sage, Izzy, du darfst gehen, dass ich da mal so ein Welpe wieder dazwischen dränge und sage, what the f-? Ja, dann sammle ich mir den halt wieder ein und dann muss er halt einmal warten. Also ich schaffe auch sehr, sehr häufig am Tag einfach mal so Tabus, wo ich Zeit habe, wenn der Hund dann mir einen Stinkefinger zeigt, dass ich das dann aber halt dann mit dem wieder einkassiere und wieder in das Haus tue und dann sage, so, du bleibst jetzt da einfach mal. Also es ist schon öfter mal so eine Hinterfragung. Es ist aber auch mal zum Beispiel so, dass da mal zwei in der Halle sind und zwei sind bei mir hinten. Ich gehe mit einem spazieren, die anderen müssen zuschauen, während ich da halt quasi gehe und alle stehen da vorne. So, oh, dürfen wir mit? Nee, heute gehe ich nur mit Izzy. Dann mache ich Leckerchen-Suchspiele, da müssen zwei zuschauen, vier suchen, mal dürfen alle sechs suchen, dann rufe ich mal wieder einen raus. Also ich gewöhne ihn quasi halt das an, was ich hier auf dieser Folie habe. Ein Verzicht ist kein Weltuntergang. Und ich habe verfressene Hunde. Ne? Ja, okay, und dann liegt sie halt einfach mal, die Charlotte, da, während die anderen suchen. Ja klar, die liegt jetzt nicht freudig da. Also die liegt jetzt nicht, oh toll, super, die anderen machen Leckerchen, so Spiele und ich muss jetzt hier liegen. Aber es ist nicht schlimm für sie. Natürlich guckt sie da mal so, nee. Und dann sage ich, jetzt leg dich da halt einfach hin. Und dann macht sie vielleicht nochmal. Und dann legt sie sich aber da halt einfach hin. Und es ist dann nicht schlimm. Die schreit nicht, die pöbelt nicht, die kriegt keinen hysterischen. Klar, natürlich wäre sie jetzt freudiger, wenn sie jetzt suchen dürfte. Aber es ist halt einfach nicht schlimm. Und dann darf sie ja auch wieder suchen. Und dann nehme ich die nächsten. Und mal ist es dann, wie gesagt, so, dass die auch mal hinterm Zaun stehen. Und ich mache nur mal was mit einem. Und das, wie gesagt, finde ich wichtig. Und das wird übrigens häufig nicht umgesetzt. Und da muss dann auch gar nicht so dieses klassische Sitzplatz bleiben. Ne? Immer dieses Sitzplatz bleiben. Nee, in dem Alltag halt einfach integrieren. Das ist wichtig. In den Alltag integrieren. Ich sage ja, wenn ich schnell nach draußen muss, dann mache ich auch mal die Tür auf und alle sechs rennen einfach mal raus. Aber wie gesagt, es ist dann halt immer mal so, dass ich dann mit den Namen einzeln, das machen wir übrigens auch mit der Tierschutzgang. Die dürfen mal gemeinsam in den Hundeplatz zum Futter suchen. Aber dann ist es aber auch mal, dass wir jetzt sagen, so, wir stellen uns dann vor die Tür. Natürlich würden die dann uns alle umwuppern. Wir stellen uns da halt einfach breitbeinig vor die Tür. Futter ist schon verstreut. Und dann Gandalf. Dann darf der Gandalf. Bailey, dann darf der Bagel. Dann warten wir auch mal bewusst. So, Sam, jetzt darfst du. Strolchi. Krabat. Eddie. Pico. Und wie gesagt, also wir machen das ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Es ist aber auch mal so, dass wir dann tatsächlich vielleicht mal den einen oder anderen einfach mal anbinden. Oder wie gesagt, der eine mal im anderen Auslauf warten muss. Oder den einen vielleicht mal schnell ins Zimmer sperren. Und der weiß ja dann natürlich, oh, da kommt ja aber Diane mit den Rieseneimer und es gibt gerade Futter. Ja, und dann muss er es trotzdem aushalten. Und deswegen haben wir ja auch sehr, sehr wenig Probleme mit den ganzen Tierschützern. Kontrolletti-Hunde. Läuft euch euer Hund im Haus immer hinterher. Ihr verlässt das Zimmer und euer Hund folgt euch. Ja, da muss man halt eben auch immer schauen, ist das denn jetzt Trennungsangst oder ist das jetzt eine gute Bindung, was ja dann auch die Leute immer sagen. Bei Trennungsangst kann man den Leuten ganz, ganz, ganz schnell vom hohen Ross runterholen, indem man sagt, ja, wie ist es denn, wenn der Hund draußen ist? Was ist denn, wenn du zu die Leine abmachst? Wie ist es denn, wenn die Tür im Garten offen ist im Sommer? Ja, dann ist er jetzt die ganze Zeit draußen. Aha, und er hat anscheinend nur im Winter eine Trennungsangst oder wie oder was oder wo. Oder hat er die Trennungsangst nur vorne die Tür oder verstehe jetzt das irgendwie nicht. Ach so, meinst du, das ist keine Trennungsangst? Nee, glaube ich nicht. Ne? Er entscheidet auch viel.
Oder ist es eine gute Bindung oder ist es eben eine unsichere Bindung? Ne? Also gerade für eine gute Bindung oder eine gute Beziehung, ja, ist es eben auch mal notwendig, ja, dass ich auch mal gehen darf. Ne? Wenn ich meinen Partner mal auch irgendwie feiern lassen kann mit seinen Freunden oder Freundinnen, ja, dann ist es eine gute Beziehung. Wenn ich dann schon zu Hause sitze und denke, mein Gott, geht er mir jetzt fremd oder hat er mich vielleicht angelogen, ist er vielleicht gar nicht oder vielleicht geht er mit jemand anderes, ist das dann nicht vielleicht eher eine unsichere Bindung, wenn ich ihn dann alle 5 Minuten mit einer WhatsApp-Nachricht oder einer SMS bombardiere? Oder kontrolliert uns eben unser Hund? Und dann ist wieder die Sache, es macht uns nichts aus, wenn uns der Hund im Haus hinterherläuft. Ja, aber warum macht es uns dann wirklich was aus, wenn er es dann auch gegenüber anderen Hunden tut? Also quasi, der Hund kann nicht verstehen, dass er im Haus das Sagen hat, dass er beim Spaziergang das Sagen hat und dass in der Hundebegegnung aber ihr dann das Sagen haben wollt. Das ist halt problematisch. Deswegen kontrolliert die Hunde, dann halt einfach auch mal auf die Decke schicken, der Tür schließen oder halt eben mal ein Zimmerverbot geben. Nö, du kannst ja von mir aus im Wohnzimmer machen, was du möchtest, du kannst dich auch auf die Couch hinlegen. Aber heute kommst du zum Beispiel mal, sag ja nicht in die Küche rein. Na, das ist eben ganz, 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 ganz wichtig. Klar, es gibt Kontrolletti, ich habe ja auch ein Kontrolletti mit der Schäferhündin. Ich muss die jetzt nicht den ganzen Tag von mir weghalten, ne? Aber ich sollte schon mal immer mal wieder sagen, nö, jetzt will ich meinen Freiraum. Wenn ich vielleicht mal am Klo bin, möchte ich einfach mal meinen Freiraum. Wenn ich jetzt gerade vielleicht hier Unkraut jäte, dann möchte ich jetzt vielleicht gerade mal nicht, dass du jetzt zwischen der Pflanze und mir bist. Ne, geh doch einfach jetzt mal weg. Und wenn ich jetzt der anderen jetzt gerade die Zecke rausmache, musst du jetzt auch nicht mit deinem Schädel da jetzt noch mit nachsuchen. Ne? Und das wird sie ja natürlich auch machen, die Schäferhündin. Kein Thema, die darf mir auch mal hinterherlaufen. Und wenn ich jetzt runtergehe, dann darf die auch mal mitkommen nach unten. Um Gottes Willen, ne? Es muss ja nicht immer alles so krampfhaft und zwanghaft und alles sein. Aber die Frage ist halt einfach, könnte ich es auch mal kontrollieren? Und da muss man halt dann schon wieder neutral sein. Wenn ich sage, geh raus aus dem Zimmer, dann geht er auch raus aus dem Zimmer. Und dann halt wieder hinterfragen, wie oft muss ich ihn rausschicken, mit welchem Ton muss ich ihn rausschicken, akzeptiert das, kommt er wieder rein, löst er auf, etc. Dann immer wieder das Gleiche, das fehlende Management, der Hund ist vorne. Das ist halt so tagtäglich Brot, ne, dass die Hunde eben vor den Besitzern gehen, stehen, liegen und sitzen. Und ganz ehrlich, wenn man das einfach mal so ein bisschen auf Menschen ummünzt, ja, wenn ihr mit eurem Kind unterwegs seid und es kommt ein Auto entgegen, ist dann das Kind vorne oder nimmt man es einfach zur Seite? Wenn ich mit jemandem spreche, wenn ich mich jetzt irgendwie mit den Nachbarn unterhalte, wo ist denn da mein Partner? Ist mein Partner dann zwischen den Nachbarn und mir oder steht er auf der Seite oder ist er hinten und macht jetzt die Hecke weiter? Wenn ich auf der Parkbank sitze, sitzt der Partner neben uns oder sitzt der Partner dann vor uns? Ne? Das ist dann schon irgendwie befremdlich, wenn der Partner oder das Kind dann vor uns ist. Und bei den Hunden, ja, da sehen wir uns nicht. Ja, sieht man es vielleicht jetzt wirklich nicht, weil der Hund jetzt ein Chihuahua ist. Oder ja, ist es jetzt tatsächlich so, dass es uns jetzt gar nicht so viel ausmacht, halt einfach. Und es ist eben wichtig, dass ihr bitte in Zukunft zwischen dem Hund und einfach der Situation seid. Genauso auch wie bei dieser Schäferhündin. Das ist eine ältere Schäferhündin. Und selbst die liegt zwar hier im Platz, aber auch selbst die ist einfach meines Erachtens zu weit vorne. Ich muss ja den Hund nicht gleich aufsprengen hier. Das ist eine ältere Schäferhündin und nach hinten schicken. Ich kann mich ja einfach dann vor den Hund hinsetzen. Genau, da haben wir jetzt ein Video. Ja, warum ist schon Dingsamt? So, jetzt muss ich ganz schnell rausgehen, nämlich hier so einen komischen Haken setzen für dieses Video. Und so, also das haben wir jetzt nachgestellt. Nämlich hier der Hund, der einfach mal vor der in Anführungszeichen Besitzerin ist. Also das ist ein Hund aus der Hundepension und der Hund, der kommt, ist auch ein Hund aus der Hundepension. Aber wir haben es jetzt einfach mal einfach mal so gestellt. Und es ist aber auch tatsächlich einer, der immer vorne ist, ne? So. Und
Das dürfen halt eben die meisten. Oder wenn sie dann in die Leine knallen, dann kriegen sie einen Leinenruck. Ne? Das ist ja dann halt einfach auch sehr, sehr häufig. Also hier merkt man halt schon, er hat es gesehen, er wedelt, 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 Erregungswedeln. Dann, wenn er jetzt gleich um die Ecke geht, gähnt er. Ne? Der ist halt einfach schon auch so ein bisschen gestresst, weil er auch sehr häufig vorne halt einfach alleine gelassen wird. So, jetzt kommt der andere wieder, wedel, 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 Erregungswedeln. So, und jetzt stellt er und richtet sich ja natürlich dann auch schon mal aus. Ne, Rute oben, breitbeiniger Stand hier einfach. Von den Hinterbeinen einfach dieses Ausrichten. Ja, also es ist hier mein Charlie, damals eben noch mit Maulkorb gesichert. Wir haben ihn auch bewusst, das ist auch wieder bewusst auf die falsche Seite genommen. Ja, weil so schaut es immer aus. Eben der Hund ist links. Ne, also dem Sache haben wir ja gerade schon gesagt, dieses Kommando links. Ist wieder angepöbelt. Also er ist halt recht cool, seht ihr. Schaut er nur ein bisschen. So, und der denkt jetzt, wow, toll, habe ich das gemacht. Habe ich schon wieder einen in die Flucht geschlagen. Aber wieso kann ich den Hund nicht einfach seitlich oder einfach nach hinten nehmen? Und das ist eben das große Problem. Man kann nicht so schnell handeln, wenn der Hund nach vorne steht, springt. Man kann den Hund nicht abblocken, wenn er vorspringt. Euer Hund blockt uns halt gegebenenfalls auch ab. Ihr könnt euren Hund nicht schützen. Und wir sehen die Blicke untereinander nicht, wie zum Beispiel in diesem unteren Foto. Das war jetzt quasi so, wir haben ein bisschen apportiert im Unterricht. Die Besitzerin hat jetzt ihren Apportel aufgehoben. Ihr Golden Retriever steht vor ihr. Dieser Aussie, ja, der steht auch vor der Besitzerin. Hat die Ohren noch hinten zur Besitzerin. Ja, hier ist quasi die Besitzerin. Dieses Zipfelchen gehört noch dieser Besitzerin. Aber ja, da gehen halt schon Blicke hin und her. Da geht es halt schon auch um Hundekommunikation. Und sie war jetzt hier so eben beschäftigt mit Dummy aufheben, dass sie jetzt vielleicht die beginnende Rauferei nicht gesehen hätte. Oder der fixiert sie, ich habe meinen Hund nicht geschützt und mein Hund fühlt sich jetzt eben unwohl. Also deswegen Hund erst zur Seite nehmen, dann das Dummy aufheben und erstmal, wie gesagt, den Hund ein bisschen schützen. Das ist dann natürlich auch immer das, wenn ich doch weiß, dass mein Hund vorknallt, warum stelle ich mich dann eben nicht neben oder hinter ihm? Diese beiden Hunde kennen sich. Es ist so eine Malteserhündin und da kommt jetzt gleich ihr Beagle-Männchen da entgegen. Das haben wir auch hier Slow Motion gemacht. Auch schon Konfliktschlecken. Auch schon hier dieses, ja, wirklich hinstellen, in den Boden reinstampfen, Konfliktschlecken, Blick nach vorne, groß machen. Ja, das schaut doch so putzig aus bei ihr. Och Gottchen, ist das niedlich jetzt bei ihr? Und deswegen unterbricht es keiner. Dass die trotzdem ihre Thematik vorne hat, wird aufgrund von diesem putzigen Verhalten, von diesem Übersprungsverhalten halt einfach abgesehen. Konfliktaugen, ne, man dieses Weiß im Auge, Boden stampfen, deutliches in den Boden stampfen. Wie gesagt, hier kommt der Rüde. Auch wieder auf der falschen Seite geführt, bewusst falsche Seite geführt, dass wir halt, wie gesagt, diese Zehen jetzt einfach haben. Genau. Und so geht es halt einfach auch. Na, dass ich halt sage, ich stelle mich halt einfach zwischen der Situation und dem Hund. Und auch das muss ich ihm wieder beibringen. Und ich kann jetzt, weil viele Leute sagen, ja, aber dann bellt er ja trotzdem und er reißt mich ja um und wie soll das gehen? Dann trainiert erstmal euren Partner, dass ihr auf euch vor eurem Hund hinstellt, der Partner ruft und ihr sagt, du bleibst jetzt mal hinten. Dann trainiert es am Futter, dass ihr das Futter am Boden hinstellt. Und ihr stellt euch einfach zwischen den Futternapf und eurem Hund und der kommt jetzt einfach mal nicht dran. Dann trainiert es an der Haustüre, dass der Hund hinter euch einfach mal rausgeht. Dann trainiert es am Spielzeug, dann trainiert es, dann trainiert es, dann trainiert es erst einmal im Neutralen.
Genau, der Trainingsaufbau, das Wie und die Fehler, die man machen kann, werden dann tatsächlich am Donnerstag besprochen. Und die meisten sind ja auch am Donnerstag dabei, weil das würde jetzt natürlich den Rahmen sprengen. Wie gesagt, ich habe ja jetzt schon fast 100 Seiten. Und eine Bitte auch nicht wegen Dominanzgründen. Also ich bin jetzt da kein Mensch, der irgendwie sagt, du als Chef musst zuerst durch diese Türe gehen, sondern wegen Management. Ich gehe als Mensch einfach zuerst durch die Türe, weil ich dann sehen kann, weil ich dann halt einfach managen kann. Ich weiß jetzt nicht, also das ist quasi mein Eingangsbereich von der Hundeschule. Ich habe so eine große Tür hier. Ja, es könnte ja sein, dass jetzt hier vielleicht zum Beispiel irgendjemand eingekauft hat und hier steht so eine Einkaufstasche. Es könnte sein, dass hier ein Hund im Bleib hingesetzt wurde, weil jetzt jemand gerade am Klo ist. Es könnte sein, dass hier ein Kind steht, was ich nicht gesehen habe. Wie gesagt, es geht mir nicht um, ich bin Chef, ich muss als erstes durch die Tür, sondern ich möchte einfach Situationen bewerten. Ich möchte es zuerst sehen. Und wenn ich jetzt natürlich als erstes reingehe, dann würde ich hier das Kind sehen, dann würde ich hier die Tasche sehen. Dann könnte ich meinen Hund schon mal auf die rechte Seite nehmen und vorbeigehen. Ich könnte jetzt aber zum Beispiel auch das Kind bitten, gehst du mal bitte zur Seite. Ich könnte jetzt einfach auch mal warten, bis der Hund hier weg ist, ne? Und wenn jetzt der Hund aber als erstes ist und ich habe zum Beispiel auch Katzen, es kann ja mal sein, dass hier eine Katze sitzt. Ja, was ist dann? Dann öngst wahrscheinlich der Besitzer hier an die Tür, weil der Hund schon durch ist, sieht die Katze, knallt da entgegen und der Besitzer knallt einmal an die Tür. Und das will ich, wie gesagt, gar nicht, weil dann wieder nur geschimpft wird. Und ich will halt einfach wenig schimpfen. Wie gesagt, ich schimpfe auch mal, gar kein Thema, aber ich möchte trotz alledem ins Management gehen. Ich möchte den Hund einfach quasi richtig führen. Führen auf der falschen Seite, Hunde werden auf der linken Seite geführt. Wer sagt das? Ich weiß, woher das kommt. Weil immer, wenn ich das dann so frage hier, die Leute dann immer reinschauen, ja, das kommt vom Jagen. Ja, ich weiß, das Gewehr ist auf der rechten Seite und der Hund ist auf der linken Seite. Aber wir sind keine Jäger, also von dem her kann ich auch meinen Hund ja auch mal auf der rechten Seite führen. Und am Fahrrad und am Pferd muss der Hund eh dann rechts laufen. Und ich lasse halt einfach die Hunde immer wechseln. Ich stelle mich immer zwischen die Situation und meinem Hund und das haben die kennengelernt. Und ich sage ja gerade, meine Herdenschutzhündin und auch die Schäferhündin, ich habe sie mit Beißvorfällen bekommen und die machen das bei mir nicht mehr, weil sie wissen, sie können sich darauf verlassen. Und wenn von 100 Mal auch nur so ganz kleine, so mini, mini, minimale Situationen sind, wo vielleicht die mal von 10 Meter angebellt werden oder wo sie mal anfixiert werden. Also so kleine Situationen. Ich stelle mich trotzdem dazwischen und ich schütze sie. Da kommt auch mal die Hand, die dann zu dem anderen sagt, lass das einfach. Ne? Ich zeige einfach meinen Hunden, ich sehe die Situation, ich merke halt einfach auch, dass die Situation gerade nicht schön ist für dich und ich würde dir beistehen. Wenn ich jetzt natürlich dem Hund einmal, bei 100 Mal nicht beistehen kann, weil sich der andere Hund losreißt und der knallt jetzt in meinem Hund rein, dann nimmt er mir das nicht übel, weil der 99 Mal schöne Erlebnisse gehabt hat. Weil er 99 Mal sagt, Diane hat es gesehen. Also ne, die auch in dieser Hundebegegnungsworkshop dabei waren, ich sage halt immer auch, wegsplittern, das kommt, weiß ich nicht, die Videos sind jetzt da am Donnerstag oder Freitag da, wo ich bewusst halt einfach mit der anderen Hund splittere, wo ich bewusst auch mal zum Gegenüber sage, hör auf, ne, und meinem Hund eben beistehe. Und die Leute, ja, aber das ist doch jetzt albern. Und ob das bei meinem Hund ankommt, ja, das kommt an. Also da kommt was an, dass ich das sehe, dass der Nachbarshund pöbelt und da, dass jetzt jemand aus dem Gartenzaun rauspöbelt. Und es ist halt was anderes, wenn ich wegschaue oder es ist was anderes, wenn ich mal hinschaue und sage, hör auf. Es ist egal, ob der aufhört zu bellen, aber ich habe zumindest mal versucht, dass er aufhört zu bellen. Das ist halt immer das Wichtige. Genau, und Sigrid schreibt es gerade, es funktioniert. Ne, die war eben in diesem Workshop und die hat mich auch so ein bisschen komisch angeschaut, so, hä? Und der Hund ist natürlich in den 3 Tagen immer noch nach vorne geknallt und sie und ich so, mach und block jetzt echt den anderen ab und mach nur diese Hand. Und so, na okay. Und jetzt war sie beim zweiten Workshop und also vielleicht haben wir noch 10%. Ne, also wenn er dann über stresst ist, dann knallt er noch nach vorne. Aber ne, sie kam, dann wurden sie mal kurz von der ganzen Tierschutzgang am Zaun, sind mal an den Zaun geknallt.
die Sigrid so, hey, lasst es und hey, cool, komm mit. Und ihr Hund schaut sie an, ach, Mama hat es auch gesehen, alles cool, dann gehen wir vorbei. Also nochmal, es kommt da schon was an. Ganz wichtig sind halt eben diese vielen Nullrunden ohne fremden Hund machen. Dass ich mal rechts laufe, mal links laufe und eben auch dieses Ablocken mache. So, das ist jetzt wieder gestellt und sind halt natürlich super Fotos jetzt. Das ist hier Woody, das ist ein Aussie, das ist hier meine Herdenschutzhündin. Und ja, vermeintlich mega tolle Sache. Meine gut lockere Leine, meine Fuß, der andere relativ lockere Leine, relativ gut Fuß. Ja, und das sehen wir. Das sind halt einfach so die Sachen, die wir sehen. Aber was wir nicht sehen, ist ja, dass da halt einfach schon mal ein Tötungsblick rüberkommt, dass die ihm jetzt gerade hier das Messer in den Rücken reinrammt. Und das kommt bei ihm an. Die muss gar nicht bellen. Die muss gar nicht irgendwie in die Leine springen. Das kommt an. Und der Woody war jetzt schon so einer, er ist jetzt auch sehr, sehr, sehr weich gemacht worden. Es war ein Leinenpöbler, ein richtig übler Leinenpöbler. Auch mit wenn er sich losgerissen hat, auch mal mit Beschädigungsbeißen, der ist so weich geworden, der weicht aus. Also das zweite Mal ist er schon hinter die Besitzerin gegangen, ne, weil er sagt, oh Gott, da kommt die Izzy, die ist schon wieder ein bisschen schlecht gelaunt. Die Hunde kennen sich, weil die Nina mit Woody bei mir angestellt ist, also es ist quasi Hundepflegerin, also diese Hunde kennen sich. Und trotz alledem ist es für ihn einfach unangenehm, wenn sie ihn an der Leine so anfixiert und er halt, wie gesagt, nicht weggehen kann. Und so ist es dann richtig. Entweder Hund, Mensch, Hund, Mensch und das untere Hund, Mensch, Mensch, Hund, das wäre mir halt am allerliebsten. Ne, dass wirklich zwei Menschen einfach zwischen Hunden gehen. Dass die Hunde weit voneinander getrennt sind. Ja, und jetzt haben wir eben die Problematik Gartenzaun. Also hier haben wir nochmal den Woody. Ich sage ja, er hat halt einfach Probleme gehabt, auch in der Hundebegegnung. Und auch das ist nicht nett. Ne? Wie der Husky jetzt dasteht. Das ist jetzt hier eben bei mir in der Hundepension. Da habe ich gesagt, Nina, du musst jetzt mal mit Woody da vorbeigehen. Ich habe jetzt da noch ein paar, ich brauche noch ein paar Fotos. Und genau, die Nina wird da halt immer so ein bisschen missbraucht mit ihrem Hund. Aber es kommt was an bei ihm. Ne? Und es kommt eben auch was an bei ihm. Und jetzt fragt er schon mal, du Mama, der fixiert mich aber an. Und ein ganz anderer Hund, wenn der einfach auf der äußeren Seite geführt wird. Und auch das einfach machen. Und das einfach auch mal sehen und den Hund aus der Situation nehmen. Wegschicken. Es kommt ein freilaufender Hund. Wie verhalten wir uns? Muss unser Hund es selber regeln? Leihen wir ihn womöglich noch ab? Sag, hier steht der Hund vor uns. Oder stellen wir uns vor dem Hund und blocken den weg? Kennt der Hund das Kommando hinten? Ne? Habt ihr auch den Hund in ruhigen, netten Versuchshunden trainiert? Habe ich das auch mal in Nullrunden trainiert, dass ich mal sage, geh mal zurück zu meinem Hund oder ich stelle mich vor ihm. Das ist ja jetzt auch wieder völlig egal, ob er jetzt von sich aus hintergeht oder ich sage, sitz und ich stelle mich vor meinem Hund. Und jetzt mache ich mal diese Bewegung, hau ab und da ist kein Hund. Und die meisten Hunde lösen aus. Die schießen nach vorne nur über diese Geste. Ja, und dann fragen sich immer die Leute, ja, ich habe das gemacht, wie du gesagt hast, Janne, aber da reagiert er noch aggressiver. Hast du es mal in Nullrunden gemacht? Hast du es mal dem Hund beigebracht, deine Bewegung, dein Hau ab, deine, ja doch auch in dem Moment Aggression, deine Anspannung? Nö, habe ich nicht. Ganz genau, das wird wieder vergessen. Deswegen viele Nullrunden machen. Körpersprache. Ne, man muss den Hund eben auch mal anschauen, mal lesen lernen. Und übers Maul schlecken ist halt immer Zeichen des inneren Konflikts. Noch einmal, der Hund ist auch hier wieder auf der falschen Seite, damit er einfach das jetzt zeigt. Machen wir jetzt wieder Slow Motion. Maul zu, schlecke. Und das ist übrigens keine Beschwichtigung. Ne, weil das ja sehr, sehr häufig als Beschwichtigungsgeste beschrieben wird oder sowas. Nee, warum soll er jetzt den Gegenüber beschwichtigen? Die haben überhaupt gar kein Gespräch, die beiden miteinander. Die haben jetzt hier ja keine Beziehung. Die waren jetzt nicht im Gespräch, wie gesagt. Warum soll er den jetzt beschwichtigen? Dieses übers Maul schlecken ist einfach Zeichen seines inneren Konfliktes.
ähnlich so wie Fingernägel kauen oder Kaugummi kauen oder wenn man irgendwo ist und man ist nervös, dass man dann vielleicht mit dem Bein wippt oder sowas. Maul zu, schlecken. Übrigens, man erkennt ganz, ganz häufig, wann die Hunde nach vorne springen, nämlich wenn das Maul zugeht. Dann sage ich zu den Leuten, pass auf, der springt. Und dann ist er schon gesprungen. Woran hast du das gesehen, wenn das Maul zugeht? Jetzt hechelt er wieder. Und jetzt kommt halt eben der andere vorbei. Genau, und das ist halt oftmals dieses Problem. Am Anfang springen die Hunde noch nicht in die Leine. Ja, Diana, aber bis er 2 Jahre alt war, hatten wir da nie ein Problem. Glaube ich nicht. Wie? Nee, hatten wir nicht. Glaube ich nicht. Warum? Willst du mich jetzt darstellen als? Nee, ich will mich jetzt nicht als Lügner darstellen. Aber ich glaube, du hast einfach die Körpersprache nicht gesehen. Du hast es nicht gesehen, dass dein Hund schon in einem Konflikt war, dass dein Hund da halt einfach Probleme hatte. Und irgendwann, ja, ist er halt dann nach vorne geknallt. Genau, das Maul schließen haben wir ja gesagt. Oft das Zeichen für jetzt geht's los. Also jetzt hechelt er noch. Es war jetzt hier leider Gottes ein Problem, weil hier die Katze nämlich gesessen ist noch. Deswegen guckt er nämlich auch immer darüber. Dann dieses Folgliche, was man automatisch macht, Leine kürzer, Leine kürzer. So, jetzt geht's Maul zu. Jetzt kam das Konfliktschlecken. Jetzt geht das Maul wieder auf, genau. Und man hat aber gesehen, als das Maul zu war, dann wäre er eben mal kurz hier zu der Katze gesprungen. Also wie gesagt, auch da müsst ihr einfach drauf schauen. Pfote heben, Anspannung. Auch da schlecken. Schau da hinter dem Besitzer und es geht die Pfote hoch. Und das ist es ja wieder. Er bleibt sitzen. Ja, er bleibt sitzen. Und das ist ja das. Janne, der hat noch nie Probleme und auf einmal knallt er nach vorne. Aber auch der war schon angespannt. Der war nicht relaxed in einer Hundebegegnung. Aber er ist ja Sitz geblieben. Ja, aber Sitz ist nicht das Zeichen für, der Hund ist entspannt. Maul auch übrigens zu, ne? Fixierblick, Maul zu, Pfote oben. Schlecken. Also ich hoffe, dass er das jetzt nicht zeitverzögert sieht, aber wie gesagt, in der Aufzeichnung sieht man das dann. Kam hier diese Schlecken. Pfote wird wieder abgestellt. Rute kerzengerade. Allgemein nur noch irgendwie gar nichts mehr, nur noch Anspannung pur. Schlecken, innerer Konflikt, ausrichten, das ist die Leine im Weg, genau, und da wäre jetzt quasi der andere dann vorbeigegangen. Das lasse ich jetzt einmal so durchlaufen, dieses Video. So, sieht man nämlich ganz, ganz, ganz viel bei diesem Video. Also, erst einmal schon immer dieser Blick zur Besitzerin, Blick zum anderen Hund.
Herdenschutzhündin, ist übrigens die Mutter meiner Welpen. Rute oben und jetzt schaut's mal, wie die läuft auch. Ne? Also die läuft hier ein bisschen seitlich und schaut's mal, wo die Nina hier geht und wo sie hier jetzt quasi geht. Die geht schon ein bisschen ins Einschränken auch der Besitzerin. Blick zum anderen Hund. Hier ist sie übrigens noch im Trab. Blick zur Besitzerin, also jetzt nicht direkt Blick. Und jetzt kommt die schon näher. Ne? Und jetzt geht die schon immer so näher hier so in Richtung Rand. Grenzt quasi hier schon ein bisschen die Nina ein. Kopf unten. Und auf gleicher Höhe wird sie langsamer. Raus aus dem Schritt. Und der Fixierblick geht noch zur Seite. Und jetzt fängt sie wieder das Traben an. Genau. Also noch einmal, auch hier Hund falsch geführt. Ne? Weil sonst hätte es nämlich nicht gezeigt. Und die zwei waren sich aber auch nicht einig. Also deswegen haben wir jetzt auch die zwei tatsächlich genommen. Weil die eine ist eine Wolfshündin und wie gesagt, die haben sich von Haus aus nicht so gemocht. Isabel, warum schränkt sie die Besitzerin jetzt ein, um sie vor dem anderen Hund zu schränken oder abzuschirmen? Ist auf der einen Seite halt einfach auch Herdenschutzhündin. Genau, vielleicht traut, also das sind jetzt immer so vielleicht, ne, Sachen. Es kann eben rassebedingt sein, dass sie halt einfach sagt, du, ich mach mal, ist mein Job, ich mach das jetzt. Es kann halt einfach auch sein, dass sie ihrer Besitzerin das jetzt halt quasi nicht zutraut, dass sie jetzt einfach so diese Situation macht oder dass sie diese Situation managt. Und deswegen halt ihre Besitzer, also das war jetzt nicht krass, ne, einschränken. Ich meine, da haben wir jetzt gleich noch andere Fotos, aber deswegen, wie gesagt, finde ich dieses Video so schön. Und trotz alledem hat aber auch die Nina darauf reagiert, weil sie ist doch ein bisschen auch zur Seite gegangen. Ne, viele, viele Hunde machen das nämlich, dass die uns so ein bisschen einschränken. Genau, warum, weshalb, wieso, ist es jetzt rassebedingt, wollte sie das jetzt einschränken, wollte sie jetzt einfach im Bogen gehen, wollte sie jetzt einfach, wie gesagt, nur ein bisschen ausweichen, wollte sie jetzt die Besitzerin einschränken, weil sie sagt, das traue ich dir jetzt hier einfach nicht zu, ich mache dann schon. Da müsste man halt jetzt, wie gesagt, mehr Anamnese machen, da müsste man mehr beobachten. Das kann man jetzt aus einer so einer Sequenz tatsächlich nicht sehen. Wie gesagt, das war jetzt auch nicht die Originalbesitzerin, die Situation gestellt. Wie gesagt, die zwei Hunde mögen sich jetzt auch nicht. Die haben sich beide von der Hundepension gekannt, mögen sich nicht. Die Hündin war jetzt auch falsch, auf der falschen Seite. Also genau, aus dieser Situation kann man es jetzt nicht machen. Aber es kann eben einschränken nett, aber auch mal nicht so nett sein. Entweder, hey, ich mache das, hatte ich nichts anzugehen, oder hey, ich traue dir das nicht zu, komm, geh du mal lieber zur Seite. Oder es kann eben auch sein, ich schränke dich eben ein, komm, wir machen einen Bogen einfach jetzt darum. Wie gesagt, was ich einfach auffallend finde, ist so dieses Trab, Trab und dann auf gleiche Höhe Schritt, Schritt und dann wieder Trab, Trab. Ne, ihr habt sehr, sehr, sehr viele Hunde, die sich dann tatsächlich auch zurückfallen lassen. Ist das das Gleiche? Achso, das ist jetzt nochmal dieses Video gleich, genau. Also Blick, Mensch, Hund, Kopf senken, Bewegungseinschränkung, Besitzerin, also ich habe jetzt mal Besitzerin hingeschrieben, und auf gleiche Höhe verlangsamte Bewegung, genau, das haben wir ja schon gesagt. Hinlegen, kein Angstzeichen und keine Spielaufforderung. So, haben wir wieder hier Slow Motion. Also auch immer wieder schauen, wie hechelt jetzt tatsächlich der Hund? Hechelt der Hund? Oder klappert der Hund? In dem Falle von dieser Hündin klappert diese Hündin eher und holt sich tatsächlich Duftstoffe übers Jakobsche Organ rein. Das seht ihr oftmals, wenn es eben so dieses Klapper, 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 wenn der Hund einfach hechelt und die Zunge hängt raus, dann habt ihr vom Unterkiefer keine so kleinen Bewegungen. Warte, ich zeig's nochmal. So, und da saugt sie jetzt Luft ein. So dieses. Da geht auch die Nase. Schaut auch so ein bisschen den Schwerpunkt. Wie sitzt der Hund? Der sitzt eigentlich schon hier.
bisschen zu viel auf sein linken Bein. Er würde jetzt richtig sitzen, ne, außenhalb. Besitzerin steht zur Situation gewandt, aber ihre Hündin, wie gesagt, hat jetzt schon Gewicht hier tatsächlich auf das linke Bein genommen. Schaut auch hin. Wie gesagt, geht übers Jacobsche Organ, saugt da Luft ein, das meine ich jetzt wieder, dass dieser einsaugt. Schmecken. So, und jetzt kommt's. Jetzt geht der Blick nach unten, fixieren, Schwerpunkt nach vorne. Wir haben es jetzt auch sein, also laufen lassen, ja, weil wir halt wussten, dass diese Hündin das macht. Normalerweise wird es sofort unterbrochen. Deswegen guckt sie mal schnell noch rüber. Darf ich das heute? Ne? Und das ist kein Angstzeichen und das ist keine Spielerfahrung. Das geht jetzt einfach runter und dann knallt die auch richtig vor in die Leine. In dem Falle jetzt nicht. Ich glaube, sie ist jetzt hier nicht vorgeknallt. Maul ist zu. Sie liegt auch nicht schön entspannt. Blick zur Besitzerin. Jetzt macht sie mal gar nichts mehr. Ja, das ist leider Gottes immer ein bisschen das Problem bei diesen Slow-Motion-Videos. Die hacken manchmal so ein bisschen. Jetzt ist sie wieder wie erstarrt. Wie gesagt, Maul ist die ganze Zeit geschlossen. Und dann denkt immer jeder so, ja, und schau mal, jetzt legt sie sich schön hin. Und wie gesagt, die knallt dann, also die ist in der Vergangenheit dann eben auch häufig, wenn die Situation vorbei war, auch nach hinten, also von hinten reingeknallt. Nochmal Rückversicherung zur Besitzerin. Und es ist halt auch immer so interessant, wenn man mal so Videoanalysen macht, wie häufig schauen denn tatsächlich unsere Hunde doch auch, was wir da oben machen. Ne, die fragen ja quasi, ne, und hier kam dann eben der andere Hund, die fragen ja auch quasi, darf ich das? Soll ich das? Muss ich das? Und wenn wir dann natürlich den anderen Hund angucken, ja, dann schaut uns unser Hund an und dann sagt unser Hund, cool, also du schaust den anderen Hund an, okay, ja, dann gehen wir dann halt auch drauf gemeinsam. Ne, also man kann da halt eben auch sehr häufig dieses Hinterfragen von den Hunden echt schön sehen. Wie gesagt, sie knallt nicht mehr nach vorne, aber man hat eben deutlich gesehen, wie im Runtergehen der Schwerpunkt nach vorne geht, sie wirklich diesen Kopf nach vorne, so eben eher so in die Jagdsequenz. Wie verhinderst du das Hinlegen auf den Hund zugehen? Ja, kommt halt jetzt auch wieder darauf an, kann der Hund denn tatsächlich auch dann tatsächlich vom Platz schon ein Aufstehen oder ein Sitz? Kann denn der Hund allgemein Druck weichen? Ich weiß nicht, irgendwo jetzt in den nächsten Tagen habe ich da eben Videos, wo ich halt einfach allgemein möchte, wenn ich in den Individualabstand des Hundes gehe, dass er geht. Also ich muss den Hund erst eben weich machen, weil sonst hast du wieder halt das Thema, wenn der Hund nicht weich gemacht wurde, wenn der Hund schon wieder nicht weiß, aha, wenn mein Besitzer auf mich zugeht, soll ich weichen? Ja, dann weiß das ja selber, ne? Dann knallen die Hunde dagegen, dann wämsen die und dann sagen sie, jetzt hast du mir auch nichts zu sagen. Aber ja, ich würde dann wirklich auf den Hund hingehen. Aber wie gesagt, das hätte er bei mir halt einfach gelernt. So, bedrängen, dranlümmeln, Besitzer berühren, ne? Eben das manipuliert uns der Hund eventuell dorthin, wo er uns haben möchte. Da haben wir jetzt auch so einen Kandidaten, Border Collie, weißer Border Collie, der sich immer total drangelümmelt hat, auf mehreren Gründen. Auf der einen Seite hat er sich immer auch drangelümmelt, ja, damit er die Leute im Fußgehen zum Beispiel manipulieren kann, weil er wollte dann zum Beispiel links und die Besitzerin wollte das nicht und er hat sie dadurch manipuliert.
Auf der anderen Seite hat er sich aber auch immer dran gemümmelt, ja, weil er dann einfach weiß, wo der Besitzer ist. Also er konnte jetzt quasi ja, das Gegenüber anfixieren, er konnte das Gegenüber anschauen und er wusste gleichzeitig trotzdem, wo der Besitzer ist, weil der hängt ja da am Besitzer. Und wenn der Besitzer weggeht und den Druck quasi dann löst, dann kann er ja nochmal schnell rüber gucken. Er ist aber halt natürlich auch so sehr distanzlos, der ganze Hund, ne? Also einfach auch Pfote auf den Schuh. Und das war der immer, ne? Also da haben wir natürlich erst einmal gar nicht Hundebegegnung gearbeitet, sondern ja erstmal Individualdistanzbesitzer. Geh mal raus aus den Individualdistanz, lümmel und rummel da jetzt nicht rum und bedräng nicht und nehme einfach auch mal den Raum deines Besitzers wahr. Und da hat sich dann schon ganz, ganz viel bei diesem Hund tatsächlich gelöst, ne? Indem der einfach den Menschen nicht so manipuliert hat. Auch da, ne, diese Malamuthündin, die auch immer mit der Schulter am Besitzer war, immer auch mit dem Kopf rüber gedrückt hat und eben dadurch auch ihre Besitzerin wahnsinnig viel manipuliert hat. Und das ist halt eben auch wichtig, wenn uns ein Hund erwischen möchte, ja, dann erwischt er uns oder eben nicht. Mein Gott, das sind die Welpis. Das ist hier quasi Charlotte und das war einer der weißen Welpen. Also für alle nochmal, die jetzt es nicht wissen, ich hatte eine Hündin aus dem Tierschutz, die trächtig war. Das hat keiner gewusst, dass die auf einmal da Welpen bekommt und sind auf einmal da neun Welpen rausgeputzelt. Also einen Monat vorher haben wir es dann schon gemusst oder 3 Wochen vorher, weil sie ja natürlich dementsprechend dick wurde und dann waren wir auch beim Röntgen. Aber wie gesagt, es sind dann neun Welpen rausgeputzelt. Eine schwarze, sieben weiße und ein weißer mit braunen Flecken. Genau. Und da wollte ich mir erst nur die schwarze, quasi das schwarze Schaf behalten. Und dann hatten wir aber gedacht, dass bei der weißen, ob sie nicht so richtig hört, weil sie hat am Anfang echt immer so ein bisschen zeitverzögert gehört. Sie hört wunderbar natürlich. Ich glaube, die hat mich da so ein bisschen einfach nur manipuliert. Oder vielleicht wollte ich das ja auch nur sehen, dass sie so ein bisschen schlecht hört oder was weiß ich, keine Ahnung. Also wie gesagt, dann habe ich halt eben zwei behalten. Aber was halt an diesen Fotos so schön ist, sie springt hoch, die Charlotte, aber sie dreht sich trotzdem raus. Ne? Also wenn er mich erwischen möchte, wenn er ja, mir die Beine reinrahmen möchte, dann tut er das halt einfach. Und wenn er hochspringt und eben die Beine einzieht, dann möchte er uns eben einfach auch nicht erwischen. Und weil viele Leute ja auch immer sagen, ja, aber nein, das war jetzt wegen dem und ja, und das hat er aus Versehen gemacht. Nee. Nee, also Hunde machen ganz wenig aus Versehen, genauso wie wir ja ganz wenig aus Versehen eigentlich machen. Dann das Besitzerverhalten, nämlich der Blick, wo schauen wir denn hin? Hand aufs Herz, wo schauen wir hin, wenn uns ein Hund entgegenkommt, zum fremden Hund, zum eigenen Hund, weg vom beiden Hunden, wenn euer Hund zu euch hochschaut und seht eben, dass ihr den fremden Hund fixiert, ja, was wird dann wohl passieren? Und wenn ihr dann natürlich noch euren Hund anschaut und den anderen Hund anschaut und euren Hund anschaut und den anderen Hund anschaut, dann kann es natürlich auch für euren Hund das Zeichen sein, aha, also wenn ihr auf ihn schaut, wir zwei, dann schaut ihr auf den fremden Hund, das Gegenüber, dann schaut ihr nochmal auf euren Hund, dann ist es wieder dieses, guck mal, also wir zwei, und dann schaut ihr nochmal auf den fremden Hund, auf das Gegenüber. Und das kann halt eben schon auch der Auslöser sein. Ich habe da schon sehr, sehr, sehr häufig wirklich Tests gemacht, dass wir mal alle in eine Reihe hinstellen und die Leute Schulter und Blick zu den Hunden drehen, dann sind alle Hunde abgegangen wie Nachbars Lumpi. Und wenn du wegschaust und wirklich deine Schulter weg von den fremden Hund nimmst, ja, dann beruhigen sich da einfach auch viele, viele Hunde. Ne? Und das Problem ist, dass wir schon teilweise ins Such, ins Appetenzverhalten zu fremden Hunden kommen. Wir gehen schon aus der Haustüre und so, und wo ist er? Und ist der Nachbarshund schon draußen? Und wo ist die Katze? Und oh, kommt dann Jogger. Also wir gehen ja quasi schon ins Such, ins Appetenzverhalten. Und dass sich dann der Hund einfach nur koppelt, ist ja dann auch nur nett von ihm. Körpersprache, wohin ist denn unser Körper gerichtet? Das habe ich ja gerade gesagt. Zum fremden Hund, zum eigenen Hund oder umdrehen und weggehen. Ja, auch das finde ich körpersprachlich. Rate ich auch einigen Leuten, wenn ich sage, hey, ne, wenn du merkst, das ist einfach zu eng, dreh dich um und geh weg. Ja, aber dann laufe ich ja weg. Nö. Dann sagst du einfach mal einmal zu deinem Hund,
tu das, was ich dir sage, nämlich mitkommen. Ne, was bringt mir das denn? Weil viele Leute, ja, aber ich muss doch dann abbrechen und ich muss doch dann dem Hund Sitz sagen. Ja, Sitz, er steht auf Sitz, er steht auf Sitz, er steht auf Sitz, er steht auf, Hund ist auf gleicher Höhe, ich sitze, der Hund steht auf, er sitzt, Hund steht auf, Hund geht vorbei, Sitz, Hund steht wieder auf. Ja, wo habe ich denn da bitte schön in irgendeiner Weise, ich sage jetzt das Wort nicht gerne, aber Chef gespielt. Wenn ich mich aber umdrehe und meinen Hund mal mitnehme, ja, dann habe ich ihn aber mal deutlich geführt, nämlich weg. Ich muss ja nicht wegrennen, um Gottes Willen. Und ich sage ja auch immer zu den Leuten, jede Situation würde ich einfach frisch und neutral bewerten. Wenn ich viel Platz habe zum Ausweichen, dann weiche ich da aus. Wenn ich merke, das ist die Frau mit den drei Rottweilern und die kann die nicht halten, dann drehe ich mich um und gehe weg. Wenn ich merke, ach, das ist einer von der Hundeschule, cool, den spreche ich jetzt einfach mal an. Du kannst ja mal stehen bleiben, ja, dann bleiben wir halt einfach mal stehen. Ne, und schmatz mir das jetzt mal aus mit meinem Hund, dass ich dann einfach mal sage, ey, also ist erstmal Ruhe in der Hundebegegnung. Ne, also man muss immer zu der jeweiligen Situation handeln. Was ich natürlich nicht machen darf, ist, dass ich sage, sitz, 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 der Hund macht es nichts, schau, 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 der Hund macht es nicht, ich schmeiß Kekse, der Hund macht es nichts und dann drehe ich mich um. Also ich sollte eben schon vorher einen Plan haben. Verhalten in der Hundebegegnung, ja, was habe ich denn auch vielleicht in der Vergangenheit gemacht? Habe ich in der Vergangenheit vielleicht meinen Hund begrüßen lassen? Für mich oder beziehungsweise für uns, also für mich und meine Trainer, also nicht, weil ich jetzt irgendwie mehrere Persönlichkeiten habe, für mich und meine Trainer ist es eben ein klares No-Go, denn die Leine hat bei uns eben eine ganz, ganz einfache Bedeutung, nämlich Ruhe und Schutz. Und man kann eben nicht erwarten, wenn der Hund an der Leine spielen darf, also Action, sich im Biergarten dann ordentlich zum Benehmen, wenn ein anderer Vierbeiner da ist, nämlich Ruhe. Also wenn, dann muss ich dann halt auch immer Action. Ich darf dann eben nicht immer so, ja, heute will ich das so, morgen will ich das so und dann bin ich eben für meine Hunde einfach nicht durchschaubar. Und viele Hunde sind ja in der Erwartungshaltung, spielen zu dürfen und deswegen jaulen und schreien sie und springen in die Leine. Und wenn sie dann das halt eben gelernt haben, Hunde sind zu begrüßen da und jetzt wird meine Hündin mit 9 Monaten läufig und darf das auf einmal nicht. Oder der Rüde hat jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, eine Pfotenverletzung und darf das nicht. Ja, dann ticken sie halt einfach alle aus. Deswegen ist das für mich halt eben ein ganz, 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 ganz klares No-Go. Und wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, das sind jetzt genau diese Besitzer, die uns dann total schlechtes Gewissen machen, dessen Hunde an der Leine schreien und dessen Hunde an der Leine ziehen und die eigentlich wissen, ja, mein Hund hält erst die Klappe, wenn er kriechen durfte. Und von denen werden wir dann auch beschimpft als Tierquäler und was weiß ich, wenn sie dann eben nicht spielen dürfen. Wenn wir dann eben vorbeigehen und sagen, nö, ich möchte das nicht. Und begrüßen an der Leine ist eben die Frage, was erwarte ich von meinen Hunden? Ich erwarte von meinen 5, also der 6. ist hier außen, weil die Mama hat eben die kleine Krümmel immer an der Leine. Und ich erwarte von meinen 5 Hunden in der Hundebegegnung einfach 1, Ruhe, Klappe halten, aber die gelernte Ruhe, was wir ja schon gesagt haben, meine können halt einfach Ruhe. Wenn ich die einfach hinter mit zum Pferd nehme in den Stall und ich binde die mal kurz an, dann, ja, dann legen die sich halt einfach hin. Es ist nicht so Sitz und Bleib und Boah und Nein und Aus und Stopp. Die haben das halt als gelernte Ruhe und nicht eben trainierte Ruhe kennengelernt. Ja, Sitz, Bleib oder wenn es halt eben der Platz bei 5 Hunden halt eben hergibt, vorbeigehen an der lockeren Leine. Und das ist logisch, dass es am Anfang wahnsinnig viel Zeit und Mühe und Nerven und keiner was kostet. Und natürlich war das auch mit den Zwergen nicht so und dann waren die Großen haben schon alle gesessen und die Kleinen haben getobt und wollten hin und mein Gott, aber das Thema ist, da habe ich halt vielleicht einfach auch so eine Einstellung, ich möchte für meine Hunde der sozialen Spielpartner sein, ich finde halt einfach, Hunde können an der Leine nicht richtig kommunizieren oder halt auch weggehen und ich möchte von Haus aus nicht, dass irgendeiner ungefragt seinen Hund in meine reinknallen lässt. Weil ich hatte Hündin, die auf den, oder die 2 Hunde, die auf der ersten Folie waren. Die eine war 18, die andere war 16. Die 18-Jährige war blind und die 16-Jährige hatte schwerste HD. Ich will es einfach nicht. Ich will gefragt werden. Und das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie ein Spaßverderber bin und dass ich meine Hunde alle an der Kandare nehme. Und ich gehe sehr häufig in der Hundegruppe mit 15 Hunden mit meinen Hunden spazieren, weil der eine Trainer halt eben auch 4 Hunde hat und eine Bekannte auch 4 Hunde hat. Und ich da mit meinen Hunden und wir gehen wirklich
häufig in großen Gruppen spazieren. Und wir haben von Haus aus auch immer 10 Hunde schon mal personalbedingt da. Also meine 6 und die Maya ihre 2 und dann die Nina noch ihre 2. Also kein Thema. Aber ich möchte trotz alledem immer noch der Sozial- und Spielpartner für meine Hunde sein. Und nicht immer so, ja, geh da hin und hab Spaß. Ich will halt einfach der Spaßfaktor auch für meine Hunde sein. Und begrüßen an der Leine, wenn dann doch wirklich mal zum Sozialspielen kommen soll, dann sollte eben der Hund an der Leine warten. Also erstmal an der Leine gefasst werden, ist egal, ob beim Spaziergang oder auch zu Hause. Viele laden hier auch Nachbarn ein, wo ich auch sage, bitte macht es nicht immer vorher. Ruhe, 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 warten, warten, warten. Der eine ist da auf der Decke, der andere kommt rein. Dann ist er einfach auf die Decke, ihr begrüßt euch, ihr trinkt jetzt erstmal euren Latte Macchiato und dann dürfen die Hunde ja auch laufen. Warten, aber wirklich warten, ob der Hund wirklich ruhig ist. Und dann kann man ja auch ritualisiertes Ableihen mit Sitz, Ableihen, Warten, eventuell Blickkontakt und Laufkommando. Dann habe ich doch damit überhaupt gar kein Thema. Im Gegenteil, ich bin eine der wenigen Hundeschulen auch in der Umgebung, die wirklich auch aggressive Hunde in der Gruppe laufen lässt. Weil ich bin halt immer auch der Meinung, ja, nur aggressive Hunde können in einer Gruppe sozialisiert werden. Wenn ich den sämtlichen Hundekontakt natürlich verbiete, dann können die das ja gar nicht lernen. Die sind natürlich immer alle abgesichert dann über Maulkorb. Es ist eine richtige Gruppe, es sind souveräne Hunde dabei. Aber ja, wir lassen die auch laufen. Ne? Aber wie gesagt, immer ritualisiert und das Spiel steht nie im Vordergrund. Genau. Grüßen an der Leine, und das muss eben auch mal gesagt werden, wenn man beim täglichen Spazierengehen irgendwie immer den gleichen trifft, und das klappt doch super. Warum mache ich denn alles kaputt, indem wir dann irgendwann mal sagen, du, und jetzt sind wir schon zum 20. Mal vorbeigegangen, ja, können wir die mal schnuppern lassen? Also warum ändern wir so geile Rituale, die klappen? Das verstehe ich immer nicht. Ne? Die Erwartungshaltung des Hundes, vorher vorbeigehen und nichts tun, ändern wir dann auf einmal in Stehenbleiben und Schnüffeln? Ja, ich weiß einfach immer nicht. Ne? Dann kann es aber halt einfach auch sein, dass der Hund tatsächlich zu wenig Hundebegegnung hat. Das höre ich auch sehr, sehr häufig, dass es dann heißt, Mei, Diane, bei dir im Unterricht tickt immer so aus, bei mir zu Hause ist immer so brav. Ne? Und dann kommt immer gleich die Frage, ja, wie viele Hunde triffst du denn beim Spaziergang? Ja, nie jemand. Ich gehe immer in der Pampa spazieren. Ja, vielleicht ist das eben der Unterschied. Hier auf dem Hundeplatz sind jetzt gerade mal 5 Hunde und ja, und zu Hause hast du keinen, dann ist ja logisch, wenn er es ja gar nicht kennt, ne? Dann muss man sich ja auch natürlich nicht wundern, dass der Hund ja gar nicht weiß, wie er sich ja quasi auch zu benehmen hat. Und die Kritik muss man natürlich schon geben, reine Welpenspielgruppen oder Hundetagesstätten, wo die Hunde unkontrolliert umeinander laufen, ja, die verändern das Verhalten in der Hundebegegnung in der Regel immer negativ. Ne? Wenn die Hunde eben gelernt haben, Hunde heißt gleich spielen. Und wir haben zum Beispiel keine Welpenspielgruppen, sondern Basisstunden nach dem Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber es gibt auch Stunden, da wird gar nicht gespielt oder gar nicht, dass die Hunde einfach aneinander schnüffeln dürfen, weil einfach die Stunde an und für sich so schwer ist. Ne? Weil wir zum Beispiel gerade hinten bei meinen Tieren sind, bei meinen Hühnern sind und wir einfach nur eine Ruheübung gemacht haben und ich einfach möchte, dass der Hund dann ins Auto geht und diese Ruheübung mit ins Auto nimmt. Und ich möchte dann jetzt nicht Ruheübung, Spiel und dann geht der Hund ins Auto, schläft im Auto und was speichert er ab? Ja, das Spiel. Ich will ja gar nicht, dass er das Spiel abspeichert. Ich möchte ja, dass er die Ruhe an der Katze oder Ruhe am Hasen oder Ruhe am Meerschweinchen halt einfach abspeichert. Ne? Und wir haben auch immer mal wieder Hunde, die dann trotz alledem in so eine Erwartungshaltung kommen. Ah, ich weiß, ich bin jetzt 50 Minuten ruhig und dann darf ich spielen. Ja, die dürfen dann erst gar nicht mehr spielen. Ne? Die müssen dann von Haus aus zuschauen. Und ich habe Gott sei Dank aber auch gute Leute, die das dann auch verstehen, weshalb ihr Hund dann eben mal nicht mitspielt, dass der nicht ausgegrenzt wird, dass der jetzt nicht gedisst wird, sondern dass das ja eine Lernerfahrung sein soll. Und genau, was machen wir, wenn wir in der Hundebegegnung sind? Weichen wir aus? Gehen wir schnell an der kurzen Leine vorbei, Leine zerrend, kommen dann eben Kommando, Sitzfuß, nein, aus, nein, stopp, Sitz, nein, hier fast, ne? Keine Ahnung. Wichtig, lasst eure Hunde die Situation erleben und sprecht einfach auch mal andere Besitzer an, dass die stehen bleiben, ne? Dass der Hund halt einfach wirklich
eins lernt, da kommt ein Hund und auch auf gleicher Höhe ist Ruhe. Natürlich ist dann der andere auch mal 10 Meter weg. Und natürlich kann ich es nicht erwarten von einem Hund, der mir jetzt völlig an der Leine drin hängt, von jetzt auf gleich einen total gechillten Hund. Aber es langt mir doch, wenn ich bei die ersten 10 Male einen Hund, der auf 2 Beinen steht, zum Hund umwandle, der auf 4 Beinen steht. Und wenn der auf 4 Beinen steht, dann die nächsten 10 Male es umwandelt, dass der vom 4 Beinen vielleicht mal Sitz macht. Und dann halt mich langsam dran arbeite. Weil viele sagen, ja, das habe ich jetzt gemacht, Jane. Aber er bellt immer noch. Macht euch dann auch ein Tagebuch. Ne? Wie lange hat er am Anfang gebellt und wie lange bellt er jetzt? Ihr könnt nicht sagen, er bellt noch. Am Anfang hat er aber eine halbe Stunde gebellt und jetzt bellt er nur noch 3 Minuten. Und das ist doch wichtig, dass man dann in den Erfolg sieht. Man kann nicht sagen, er bellt noch. Ja, wie lange bellt er denn? Und auch wenn es am Anfang peinlich ist, dass der Hund bellt, ja, dann lass die doch mal ausbellen. Was lernt der Hund hierbei? Kein Hund heißt Ruhe. Hund wird gesehen, anfangende Ruhe. Hund auf gleicher Höhe austicken. Hund wieder etwas auf Abstand. Unruhe wird weniger und Hund weg heißt dann Ruhe. Und der Hund sollte doch aber einfach mal lernen, kein Hund, Hund gesehen, Hund auf gleicher Höhe, Hund wieder Abstand, Hund weg. Es ist alles Ruhe irgendwie. Weil ich muss immer irgendwie Sitz machen und dann bleiben die stehen und ich kann mich aufführen, wie ich möchte. Ist halt nicht dran. Und das haben halt eben meine alles gelernt. Ne? Genau, deswegen sind Hunde übrigens, die in der Hundebegegnung Probleme haben, in der Hundeschule oft ruhiger, weil die da gelernt haben, hier weicht kein Hund aus. Ich kann mich aufführen, ich kann toben, ich kann machen, es geht kein Hund weg. Und zu Hause beim Spaziergang, ja, da habt ihr eben die oben genannte Situation und auch da müsst ihr es mal ausschmatzen. So, du bleibst jetzt trotzdem einfach mal hier. Und wir schmatzen jetzt mal diese Situation aus. Der andere bleibt jetzt einfach auch mal stehen. Punktum. Und die Leute wundern sich, wie doch schnell die Hunde sich beruhigen. Die Leute, die sagen, Diane, der wird sich nicht beruhigen. Nein. Und dann kommen sie nächste Woche durch. Ich habe es jetzt mal probiert. Ich habe echt gedacht, 20 Minuten wird es dauern. Du, der war aber echt schon nach 5 Minuten merklich ruhiger. Merkst du was? So, dann unser letztes Teilabschnitt, nämlich die Strafe, Verhaltensabbruch. Ich möchte überhaupt gar keine Diskussion starten, ob es richtig oder falsch ist, seinen Hund abzubrechen. Jeder hat da einfach seine eigene Auffassung, jeder hat da seine eigene Meinung. Aber, wie gesagt, ich habe es halt einfach erlebt, dass die meisten Leute in der Hundebegegnung, also die meisten Leute mit ihren Hunden in der Hundebegegnung, eh schon total überfordert sind. Und da empfehle ich halt, erstmal keinen Abbruch zu setzen, sondern zu lernen, runterzukommen, wieder Vertrauen zu bekommen und keine Angst mehr zu haben. Ne, wenn ich eh schon nervös bin und dann wird dann noch ein Abbruch gemacht und die Leute haben ja noch gar nicht wissen, wie und überhaupt, die sind da ganz, ganz, ganz schnell emotional halt einfach auch drin. Und, was ich ja schon jetzt die ganze Zeit gesagt habe, wenn ja, wir Versäumnisse und Fehler gemacht haben, dann darf meines Erachtens der Hund deswegen nicht bestraft werden. Und kein Abbruch, wenn die Basis nicht stimmt. Es ist zwar der leichte Weg, dass ich dann natürlich eine Wurfkette oder eine Diskscheibe oder Wasser nehme, aber keiner hat gesagt, dass Hundeerziehung leicht ist. Das hat niemand gesagt. Beschränkende Maßnahmen sind manchmal nötig, vorausgesetzt, der Einsatz unterliegt der Regeln der Bestrafung. Es müsste, wenn dann, immer im Zusammenhang mit dem unerwünschten Verhalten sein. Es müsste sofort kommen. Es müsste der Situation angemessen sein, um eine Hemmung beim Hund hervorzurufen. Es müsste kurz sein, ne, immer das Wort müsste. Wie ist es denn dann häufig? Man sollte danach auch wieder neutral sein, nicht nachtragen. Das müsste fair sein mit Ankündigung, dass der Hund zumindest halt einfach auch eine Chance hat, sich für das andere zu entscheiden und eben Alternativverhalten. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Beschränkende Maßnahmen kann ein Wegversperren sein, eine bewegungseinschränkende Maßnahme, auf den Hund zugehen, angespannter Körper. Es kann eine Abstandsvergrößerung, ein Wegschicken sein. Kein Dogdance für den Hund machen. Nicht, wenn der Hund rechts guckt, springe ich nach rechts. Und wenn der Hund nach links guckt, springe ich nach links.
Vorabfrage ist aber eben, weicht der Hund in der neutralen Situation auch aus? Also hat er es quasi kennengelernt? Und auch das ist eine ganz wichtige Frage. Ja, steigt er über den Hund rüber, wenn der im Haus irgendwo liegt, oder steht der Hund auf? Also ich finde es ja immer ganz, ganz, ganz doof, wenn die Hunde liegen bleiben, wenn ich komme. Also für mich ist das halt einfach respektlos. Außer der Hund ist alt, der Hund hört nichts mehr, der Hund sieht nichts mehr, oder der Hund ist jetzt tatsächlich in einer absoluten Tiefschlafphase. Aber die meisten Leute steigen halt über ihre Hunde drüber, weil der Hund einfach nicht mehr ausweicht. Und ich finde das schon eine Respektgeschichte. Wenn ich auf den Hund zugehe, soll er weichen. Ich kann ja mal gerne sagen, ich mache einen Bogen um meinen Hund, weil ich ihn jetzt nicht stören möchte, habe ich ja auch kein Problem damit. Aber wenn ich auf meinen Hund zugehe, soll er einfach weichen. Kommt, wie gesagt, noch, weiß ich jetzt nicht, in Teil 2 oder 3 haben wir dann auch noch Videos. Auf keinen Fall ein Leinenruck, das kann ein Trigger sein. Auf keinen Fall darf es zu Brutalität oder irgendein Abreagieren oder Emotionen kommen. Ich hatte eben auch den Fall schon mal mit diesem Appenzeller. Der war total leinenaggressiv, es ist auf alles losgegangen. Wir haben da mal einem Hund hinterm Zaun hingestellt. Und ich habe zur Besitzerin gesagt, schmeiß die Leine am Boden und geh weg. Wir haben die Leine am Boden hingeschmissen, die Besitzerin ist weggegangen, eben der andere Hund war über den Zaun geschützt, und er hat sofort aufgehört. Sofort. Der war dann erstmal so, okay, warte mal, wo gehst du hin? Dann hat er noch einmal den anderen angewufft, dann hat er sich umgedreht, dann ist er auch zur Besitzerin gegangen, dann sind wir ohne Leine zum Zaun gegangen, zum anderen Hund, kein Thema. Dann habe ich zu der Besitzerin gesagt, nimm die Leine auf, zack, und schon war der wieder vorne. Also die Leine ist einfach oft Trigger. Beschränkende Maßnahmen. Wenn ich eine beschränkende Maßnahme mache, muss ich darauf schauen, dass Körper, Geist und Seele halt einfach übereinstimmen. Nach der Einwirkung nicht nachtragend sein, Hund wieder einladen, Druck rausnehmen, unmissverständlich, aber dann auch vielleicht ein Tabu setzen, nicht klein anfangen und dann immer aggressiver werden. Alternativverhalten unbedingt zulassen, das habe ich ja schon gesagt, der Seitenwechsel, das aber sehr, sehr häufig dann als der Hund ist dominant, der Hund ist böse, der Hund verarscht mich, dann quasi gesehen wird, und dann wird der Hund wieder rübergezogen. Sollte der Hund klar sein, von wem die Korrektur ausgeht, also ja, nicht irgendwie heimlich Sprühhalsband und auslösen lassen, weil ich jetzt quasi Angst habe, dass jetzt der Hund mich dann nicht mehr lieb hat. Beschränkende Maßnahmen. Auch das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das haben wir jetzt auch wieder die 2 Tage gesehen. Leute, wenn die beschränkende Maßnahme machen, ja, es ist immer so falsch, ne? Bei Nein gibt man Druck. Bei Nein schickt man einen Hund weg. Man geht auf den Hund zu, man hat einen angespannten Körper, man hat eine tiefe Tonlage. Auch auf die Mimik drauf achten, aber dann soll der Hund eben ausweichen. Dann soll der keinen Sitz machen. Das war ganz, 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 ganz häufig der letzten Workshop. Beobachtet mal, wie macht ihr Sitz? Ihr geht auf den Hund zu, Sitz, 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 Sitz. Man stellt sich frontal vor dem Hund zu, schreit Sitz, Sitz. Die Hunde weichen aus, nein, Sitz, Sitz, nein, nein. Man wird immer aggressiver, der Hund setzt sich irgendwann mal hin. Das ist falsch. Ne? Das ist ganz wichtig. Wenn ich auf meinen Hund zugehe, dann sage ich nur, geh ab, geh weg jetzt da. Und wenn er weggegangen ist, dann kann ich ihn einladen und dann kann ich sagen, Sitz. Aber es wird halt so viel vermischt miteinander. Ne? Es wird weggehen und aufhören und sitzen und schau und brav, und alles wird auf eins gemacht. Und das ist halt eben wichtig, eins nach dem anderen. Und beim Einladen nimmt man den Druck wieder raus, Distanzverringerung. Und das ist halt eben oft anders. Ne? Falsches Abbrechen, viele Hundebesitzer korrigieren, weil sie denken, dass sie halt einfach irgendwas machen müssen, weil sie denken, sie müssen dem Gegenüber zeigen, ja, dass sie, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann das jetzt so, weiß ich nicht, auch mal, was manche Besitzer denken, aber ja, dass sie denken, dass sie dem anderen vielleicht auch mal ein gutes Gefühl geben möchten. Ja, ich würde ja jetzt eingreifen. Ich möchte jetzt eingreifen. Dem anderen halt einfach mal zu signalisieren, ja, ich tue irgendetwas. Und das denken halt, wie gesagt, viele. Aber eine Korrektur muss ankommen. Ne? Ansonsten muss man überhaupt gar keinen Ansatz zum Reglementieren zeigen. Also wenn ich für jemanden anderen
meinen Hund reglementiere und ich bin Körper, Geist und Seele nicht bei ihm, dann brauche ich es doch gar nicht machen. Zu spätes Abbrechen. Viele Besitzer brechen das Verhalten ihres Hundes zu spät ab, nämlich dann, wenn der Hund in der Leine springt. Vorboten, haben wir ja schon gerade gesagt, dass der Hund jetzt gleich losliegt, sind Fixierblick, Maul schließen, Pfoten anheben, Schwerpunkt nach vorne. Wenn, dann gehe ich hier einen Schritt nach vorne und sage, hör auf damit. Aber nicht, wenn der Hund in der Leine springt. Und noch einmal, ich war, ich fand es ein bisschen traurig. Ich war jetzt letztens selber auf einem Workshop und da war halt zum Beispiel auch ein Hund, der in der Hundebegegnung nach vorne geknallt ist. Und ich bin zum Parkplatz hingefahren und dieser Hund stand ohne Leine auf dem Parkplatz. Die Besitzerin hat irgendwas mit dem trainiert. Ich bin ausgestiegen. Hund wollte auf mich zu. Besitzerin hat geschimpft, Management gefehlt. Ne, ich mache nicht auf einem öffentlichen Parkplatz meinen Hund ohne Leine, wo ich weiß, da kommen jetzt gleich Hunde. Der Hund wird dauerhaft falsch geführt, ne, von der Besitzerin immer auf der linken Seite. Der Hund wurde auch im Seminarraum falsch hingelegt, meines Erachtens, mitten so im Raum hingelegt, wo die Kellner rübergelaufen sind, wo andere Hunde vorbeigegangen sind. Wenn der Hund dann nach vorne gegangen ist, wurde er bestraft. Und dann war aber halt auch so, dass der Tipp gegeben wurde, fürs Fixieren quasi den Hund eben auch abzubrechen. Und das, muss ich sagen, fand ich falsch, weil, wie gesagt, habe ich euch jetzt schon ein paar Mal gesagt, für mich halt einfach die Basis stimmen muss. Ich kann nicht sagen, ich mache alles falsch als Mensch. Jetzt fixiert mein Hund und jetzt unterbreche ich quasi diesen Fixierblick. Und es waren einige Situationen, die der Dozent gar nicht gesehen hat, weil, wie gesagt, die dann eben unten beim Rauchen passieren sind oder wenn wir dann in den Pausen spazieren gegangen sind, da sind halt sehr, sehr, sehr viele Situationen schief gelaufen, weil die Besitzerin eben falsch gemanagt hat. Wie gesagt, das fand ich ein bisschen schade, dass dann aber, wo die Besitzerin so schlecht managt, wo so viele Fehler passieren, dann noch ein Fixierbericht abgebrochen wird. Wie gesagt, da bin ich halt vielleicht zu lange und zu sehr in der Basis drin, aber das, wie gesagt, finde ich halt einfach unfair. Ja, man muss erst mal schauen. Also auch hier habe ich ja schon gesagt, dieser Hund, der einfach immer bedrängt hat, den jetzt hier dieses Fixieren abzubrechen, weiß ich nicht. Es ist halt aber auch dieses große Problem, wenn ich abbreche, dass der Hund natürlich eine falsche Verknüpfung haben kann. Wir haben gelernt, der Hund soll seine Handlung mit der darauf folgenden negativen Konsequenz verbinden können. Leider ist es so, dass ganz, ganz, ganz viele Hunde die Korrektur nicht mit seinem Handeln, also nicht mit Bellen, in die Leine springen, Besitzer umwuppern, Schulter ausreißen etc. verknüpfen, sondern tatsächlich mit dem Gegenüber. Viele Hunde haben gelernt, wenn kein Hund da ist, gibt es keine Korrektur, Besitzer nett, und kommt ein Hund, Korrektur und Besitzer böse. Also viele, viele Hunde haben, wie gesagt, nicht diese Korrektur mit ihrem pöbligen Verhalten, sondern tatsächlich mit einem anderen Hund verknüpft. Und das ist natürlich richtig übel, dass man diesen Hunden aber jetzt wieder einfach mal dieses Vertrauen gibt. Da hinten kommt ein Hund und es ist jetzt mal einfach nicht Action, es ist jetzt nicht Stress und es ist jetzt einfach mal nicht Abbruch und es ist einfach mal ja nichts. Und deswegen habe ich jetzt meine Hundebegegnungsstunden schauen so aus, entweder wir sitzen irgendwo in der Gruppe und machen nichts oder wir gehen gemeinsam spazieren und wir machen nichts. Und es ist einfach mal nichts. Es ist kein Sitz, es ist kein Bleib, es ist ein Schnüffeln, es ist ein Leckerchen suchen, es ist Freude mit dem Besitzer und es ist einfach mal in Beisein von Hunden kein Druck. Und ich habe sehr, sehr, sehr gute Erfolge damit erzielt. Genau, was ist die logische Konsequenz, wenn der Hund es eben falsch verknüpft hat, wenn ein Hund um die Ecke kommt? Oh, dann weiß der Hund, jetzt gibt es gleich wieder Ärger. Also will ich ihn vertreiben und deswegen gehe ich jetzt in die Leine. Nicht, weil ich jetzt vielleicht ein Problem mit dem habe, sondern weil ich ihn echt vertreiben möchte. Auch vielleicht mal darüber nachdenken.